So, guten Abend, liebe Fürstenberg-Freundinnen, Fürstenberg-Freunde. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend so zahlreich hier zu sehen. Ganz toll, sehr, sehr schön, dass wir hier zusammen ein wenig mit meinem Vortrag Fürstenberg-Manufaktur gestern und heute oder auch das Auf und Ab einer Manufaktur oder 275 Jahre Krisen und trotzdem fröhlich, man kann es nennen, wie man möchte, miteinander ein wenig begehen oder eintauchen in die Geschichte dieses einzigartigen Unternehmens hier in Niedersachsen. Sehr schön, dass Sie alle den Weg heile hierher gefunden haben. Ich hoffe, Sie werden auch genauso heile wieder nach Hause kommen und der Sturm schmeißt Ihnen keine Bäume in den Weg. Aber ich glaube, heute Abend sieht es noch ganz gut aus. Fürstenberg, Sturm, umgeschmissene Bäume. Eigentlich sind wir damit direkt schon im Thema. Diese Manufaktur wurde ja offiziell, so sagt es unser Gründungsdokument, am 11. Januar 1747 gegründet. Also somit vor gut einem Monat stießen wir an auf 275 Jahre Fürstenberg, wobei dieses Datum auch so ein bisschen schwierig ist. Herzog Karl I. zu Braunschweig-Wolfenbüttel, Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel verfügte nämlich, und das ist ein ganz interessanter Wortlaut, dass die Versuche zur Porzellanproduktion auf dem Schlosse von Fürstenberg fortgesetzt werden sollten. Das heißt also, da ist schon vorher ein bisschen was passiert. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn da eigentlich passiert? Und in der Gründungsurkunde, hier ist es im Auszug wiedergegeben, heißt es eben, demnach wir gnädigst wollen, dass der virtuose Glaser die mit Verfertigung des echten Porzellans angefangene Arbeit auf dem Schlosse zu Fürstenberg, wo selbst unser Hofjägermeister von Langen ihm möglichst assistieren wird, fortsetze in der gnädigsten Zuversicht, dass derselbe allen möglichsten Fleiß und Bemühungen ferner anwenden werde, um das Werk zustande zu bringen. Ein paar Zeilen sind es, aber die haben es schon in sich. Geballte Informationen, die wir aufdröseln müssen. Es fängt an, virtuose Glaser. Wer ist virtuose Glaser? Im 18. Jahrhundert war die Herstellung von Porzellan eine sogenannte Geheimwissenschaft. Sie umschwebte ein großes Mysterium. Man sprach von einem Arcanum, also dem Geheimwissen um die Herstellung dieses besonderen Stoffes. Porzellan war in dieser Zeit ein höchst begehrtes Luxusgut. Die Herstellung desselben kannte man in Europa noch gar nicht lange, erst seit gut einer Generation. Seit 1710 wird ja in Europa Porzellan produziert und es handelte sich dabei um so etwas, was wir heute Hochtechnologie nennen würden. Wer also im Besitz einer Porzellanmanufaktur war als Landesherr, der bewies damit, dass er auf dem höchsten und neuesten technologischen Stand der Zeit war. Deshalb wollte jeder Potentat, jeder Fürst, jeder König, jeder Herzog in dieser deutschen Kleinstaaterei und auch natürlich in den großen Reichen des Auslandes gerne eine Porzellanmanufaktur haben. Es war eine Frage des Prestiges, sich dieser Hochtechnologie zu versichern. Wie kam man nun aber an dieses Wissen heran? Die Meißner Manufaktur, 1710 gegründet, hütete ihre Betriebsgeheimnisse natürlich strengstens. Man war nicht interessiert daran, dieses Wissen zu teilen, logischerweise. Natürlich entkamen aus Meißen immer wieder mal Manufakturisten, die mehr oder minder im Besitz des Wissens um die Herstellungsweise waren, gingen an andere Orte, zum Beispiel nach Wien oder nach Venedig und gründeten dort eigene Betriebe oder halfen bei deren Aufbau.
Darüber hinaus gab es eine ganze Reihe von sogenannten Wanderarkanisten, die durch die Lande zogen, überall ihre Dienste anboten. Wenn man eben hörte, dass Herzog XY Interesse an einer Porzellanmanufaktur hatte, bot man seine Dienste an und versprach eben einen solchen Betrieb aufzubauen. Und der virtuose Glaser, voller Name Johann Christoph Glaser, war ein solcher Wanderarkanist. Er war eigentlich von Haus aus Porzellanmaler. Er hatte in einer Malereiwerkstatt in Bayreuth gearbeitet und er stellte sich 1744, also 3 Jahre vor der eigentlichen Gründung Fürstenbergs, am Hof in Wolfenbüttel dem Herzog vor. Dort legte er Arbeitsproben vor. Es handelte sich um bunt bemalte Porzellantassen und er behauptete, diese hätte er eben selber gemacht. Selbst bemalt, aber vor allen Dingen den Scherben selbst gefertigt. Er muss wohl auch in Fürstenberg, in Wolfenbüttel bereits experimentiert haben und das Ganze schien vielversprechend zu sein, so dass Herzog Karl eben der Überzeugung war, die Arbeiten könnten was werden, sollen sie mal in Fürstenberg weitermachen. Dem Glaser zur Seite gestellt wird, wie hier erwähnt, der Hofjägermeister Johann Georg von Langen. Johann Georg von Langen hatte mit Keramik beruflich wenig zu tun. Er war aber ein naturwissenschaftlich umfassend gebildeter Mensch. Sein eigentlicher Beruf war Forstwirt, würden wir es heute nennen. Er kümmerte sich also um die Bewirtschaftung der herzoglichen Wäldereien und sein Wirken ist von der entscheidenden Bedeutung für Fürstenberg. Warum aber eigentlich Fürstenberg als Ort? Warum ausgerechnet dieses Schloss? Wenn man sich mal anschaut, wo wir hier uns befinden, Sie sehen auf der Karte eingezeichnet das Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel in diesem braun-orangeton, ein ziemlich zerfasertes Herrschaftsgebiet, auch nicht gerade umfangreich. Und Sie sehen, dort etwa Fürstenberg gelegen, in der Nähe von Holzminden logischerweise. Also das heißt, so im letzten Zipfel des Herrschaftsbereichs von Herzog Karl I. Diese Region war im 18. Jahrhundert strukturschwach, wirtschaftlich problematisch. Menschen wanderten eher ab. Es fehlte ihnen an Perspektive und Lebensgrundlage. Und Herzog Karl war der Meinung, wir müssen für diesen Landstrich etwas tun. Wir müssen ihn entwickeln und das sollte über die Anlage von Manufakturen geschehen. Neben der Porzellanmanufaktur, die man deshalb in Fürstenberg haben wollte, wurden bekanntermaßen ja im Solling in Grünenplan eine Spiegelglashütte eingerichtet und in Delixen eine Eisengießerei. Interessant ist dabei, dass all diese herzoglichen Manufakturgründungen sehr, sehr langlebig waren und sind. So wie Fürstenberg heute noch existiert, existiert ja auch die Glashütte in Grünenplan weiterhin. Nur die Eisengießerei in Delixen, die hat die 1930er Jahre nicht überstanden, aber immerhin bis dahin durchgehalten. Das ist durchaus beeindruckend und nicht selbstverständlich. Was ich auch immer wieder interessant finde, ist, dass der Herzog also mit diesem Landstrich, dem damals sogenannten Weserdistrikt, eigentlich dieselben Probleme hatte wie die Regierung heute. Also das heißt, ein strukturschwaches Gebiet und man bemüht sich darum, hier etwas zu entwickeln. Wir merken das ja auch heute immer noch, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und man möchte hierher, es dauert ein wenig länger und gut, wir reden uns dann das Ganze so schön, dass wir ja ganz viel wunderbare unberührte Landschaft dafür geschenkt bekommen und zu Corona-Zeiten wir wunderbar Abstand halten können. Ja, das Schloss Fürstenberg stand zu dieser Zeit, Mitte des 18. Jahrhunderts, bereits seit etwa 100 Jahren leer. Dieses Gebäude geht zurück bis auf das 13. Jahrhundert. Es war im Ursprung eine Ritterburg, die hier als Grenzbefestigung die Landesgrenze schützte. Im späten 16., frühen 17. Jahrhundert nutzten die Braunschweiger Herzöge das Gebäude als Jagdschloss.
wenn sie hier im Solling Hirsche, Wildschweine und dergleichen erlegten. Ungefähr so mit dem 30-jährigen Krieg war aber diese Zeit des Jagdschlosses vorbei und es lebten an dem Ort noch ein Amtmann und ein Vogt, die hier die Geschäfte für den Herzog eben besorgten, sich um die Ländereien kümmerten, aber ehrlich gesagt viel los war dann hier nicht und im Schloss lebten dann wohl eher Fledermäuse, Wiesel und sonstige Tierchen, die sich ganz bestimmt wohlgefühlt haben, aber sonst war eben nicht viel los. Somit hatte man also eine Immobilie zur Verfügung, die sich verwenden ließ und Johann Georg von Langen als Assistent von Johann Christoph Glaser, dem vermeintlichen Know-how-Geber, sollte sich hier vor allen Dingen mit dem Aufbau und dem Ausbau der Manufaktur beschäftigen. Also sein Anliegen war es, das Schloss zu einer Manufaktur umzubauen und nutzbar zu machen. Das ist allerdings schon so eigentlich der dritte vor dem zweiten Schritt. Denn zunächst, hier sehen Sie eine Ortskarte von Fürstenberg aus der Zeit um 1750. Was sehr schön illustriert, was hier tatsächlich existierte. Es gab einige wenige Gebäude, eben das Schloss, einen Krug, liegt heute noch auf der anderen Straßenseite gegenüber. Es gibt das sogenannte Amt, was Sie dort oben links sehen, das ist die Domäne auf der anderen Straßenseite und weiter rechts zwei Gebäude eingezeichnet mit der Bezeichnung hier Fabrik. Also das heißt, die erste Zeit hat man gar nicht hier im Schloss gearbeitet, sondern man ist in zwei andere Gebäude ausgewichen. Eines, das bereits existierte, nämlich hier dieses, die sogenannte Alte Mühle. Die Alte Mühle war ein Gebäude, oder es ist ja immer noch ein Gebäude, es steht ja noch unter Denkmalschutz und harrt der Pflege und der Dinge, die hoffentlich in der Zukunft kommen werden, um es wieder zu nutzen. Dieses Gebäude ist in den 1740er Jahren von Johann Bessler errichtet worden. Eine ganz, ganz eigenartige Gestalt, durchaus auch typisch für seine Zeit, für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts, ein Erfinder, ein Gelehrter, der angeblich im Besitz des Perpetuum mobiles war, über das es viele Aufzeichnungen gibt, von dem aber keiner mehr so genau weiß, wie es eigentlich funktioniert hat, weil das Geheimnis seines Perpetuum mobiles, das tatsächlich funktioniert haben soll, nahm er mit ins Grab und dieses Grab fand er hier in Fürstenberg, weil er nämlich dabei war, dieses Gebäude zu errichten als eine besondere Windmühle, die angetrieben werden sollte von den Fallwinden des Sollings mit einem horizontal gelagerten Windrad. Also etwas sehr Eigenwilliges. Das Problem war nur, der Bessler konstruierte und baute dort fleißig, aber 1745 stürzte er aus einem Fenster und war tot. Diese Windmühle war nicht fertig, aber man hatte zumindest auch wieder eine bauliche Struktur, auf die dann Johann Georg von Langen und der Johann Christoph Glaser zurückgreifen konnten. In diesem Gebäude wurde das erste Laboratorium der Manufaktur eingerichtet. Sie müssen sich also vorstellen, dass dort kleine Brennöfen gebaut wurden und der Glaser verbrachte dort seine Tage, mischte Substanzen, steckte sie in die Brennöfen und experimentierte und versuchte somit also hinter das Geheimnis der Porzellanherstellung zu kommen. Das zweite Gebäude, etwas unterhalb der alten Mühle, auch heute noch existent, wie Sie da sehen können, ist das sogenannte alte Brennhaus. Das alte Brennhaus, etwas vor 1750 somit wohl errichtet, zeigt schon die Verheißung, die die Experimente Glasers erzeugt haben. Man war sich nämlich sehr sicher, auf dem richtigen Wege zu sein und von der Experimentierphase in eine erste Produktionsphase gehen zu können. Der Johann Georg von Langen hat das mal in einem Memorandum an den Herzog sehr schön umschrieben, dass man eben vom Kleinen ins Mittlere geht und dann vom Mittleren ins Große. Also das heißt, man entwickelt seinen Produktionsprozess nach und nach und erst wenn man sich also sicher ist, dass es wirklich funktioniert, geht man ins Große, das heißt dann eben auch in das voll ausgebaute Schloss.
Dieses alte Brennhaus ist eine große Rarität und Besonderheit, porzellanhistorisch gesprochen, haben wir hier so etwas wie das Porzellan Pompeji Europas. Nämlich hinter dem alten Brennhaus, Sie sehen das in der Karte, so ein kleiner, etwas schmalerer Anbau nach hinten raus, das sind die ältesten erhaltenen Brennofenreste der Porzellanherstellung in ganz Europa. Selbst in Meißen gibt es solche Dinge nicht mehr. Auch bei keiner anderen Manufaktur ist so etwas erhalten geblieben. Sowas ist mit der Zeit zerstört worden, weil man neue Öfen errichtete, die alten also nicht mehr brauchte. Und hier war es eben das Glück, dass man ja vom Kleinen ins Mittlere ins Große ging. Und als man vom Mittleren auszog, hat man das hier eben aufgelassen und dadurch blieben eben diese Brennöfen hier erhalten. Es war, ich glaube, 2009 oder 2006. Hier die Freundeskreismitglieder angeschaut, wurden die Brennofenreste ausgegraben, archäologisch erschlossen und erforscht. Der Freundeskreis Fürstenberger Porzellan, also unser Förderverein hier, hat dieses Projekt ermöglicht, finanziert. Und Sie sehen hier eben ein Foto eines Modells, das dann nach den archäologischen Untersuchungen erstellt wurde und sich hier auch im Museum befindet. Ja, und eigentlich erst seitdem ist man sich so richtig bewusst geworden, welchen historischen Schatz man hier an diesem Ort eigentlich hat. Heute ist leider momentan nicht viel davon zu sehen noch. Denn die Ausgrabungsstätte wurde mit Sand wieder verfüllt, um eben diese Relikte zu schützen. Unser Freundeskreis aber bemüht sich eben sehr darum, wieder Aufmerksamkeit gerade für diese Baudenkmäler zu schaffen, die eben hier für die Geschichte der Manufaktur auch so hoch bedeutend sind. Ja, hier nochmal kurz der Hinweis, wo sich das Schloss befindet. Nachdem Glaser und van Langen 3 Jahre hier am Ort gewirkt und experimentiert hatten, konnten sie im Januar 1750 vermelden, der erste erfolgreiche Porzellanbrand ist durchgeführt worden. Also zum ersten Mal hat man so eine ganze Ofenladung Objekte herausgebracht, die so aussahen wie Porzellan. Hier ist wiedergegeben eine Designatio, also eine Beschreibung dessen, was man aus diesem ersten Porzellanbrand eigentlich rausgeholt hat. Und was hier sehr erstaunlich ist, ist, dass man sieht, es ist schon eigentlich ein ganzes Warensortiment, das man gemacht hat. Also man ist weit über ein reines Experimentierstadium hinaus, sondern man hat schon eben überlegt, welche Waren sind marktgängig, was ist interessant zu produzieren, was ist verkäuflich. Und man kann so diese Liste durchgehen und sieht dann ja von oben angefangen, 3 Kaffeekannen, 9 Teekannen, 3 Spülkumpen, also so Spülschalen, die man eben zu einem Kaffee- oder Teeservice damals brauchte, 32 Paar große Tassen, 50 Paar kleinere Tassen und so weiter lässt sich das durchdeklinieren. Es sind auch Kuriositäten dabei, wie Stockknöpfe mit Figuren, also Galanteriewaren, die im 18. Jahrhundert besonders hoch im Kurs standen. Ja, das scheint ja ganz hoffnungsfroh zu sein. Das Problem war nur, dass dieser Porzellanbrand eine Eintagsfliege war. Die beiden konnten das nicht wiederholen. So sehr sich dann der Glaser auch mühte oder auch nicht, es klappte kein zweites Mal erfolgreich. Also die Brände, die danach kamen, haben immer nur Bruch erzeugt. Und was dabei herauskam, war grau, war nicht wirklich glänzend und so fort. Das war nicht befriedigend. Und während dieser Zeit kam dann der Johann Georg van Langen allmählich dahinter, dass nun dieser Wanderarkanist, alles war aber kein Arkanist. Also sprich, er war kein Fachmann, sondern er war tatsächlich ein Hochstapler. Ich hatte ja eingangs erzählt, 1744 kam er nach Wolfenbüttel mit bunt bemalten Tassen
Und schließlich nach diesen Jahren flog der Schwindel auf. Es waren keine selbstgefertigten Tassen, sondern es waren Tassen aus Meißen, die der Glaser aber eben bemalt hatte. Aber er hatte gelogen bei der Aussage, dass er eben auch die Scherben selbst gemacht hätte. Das Problem war dann nur, was soll man jetzt machen? Wir sind ungefähr 6 Jahre nach der offiziellen Gründung. Das Werk funktioniert immer noch nicht. Der Herzog hatte hier unheimlich viel Geld versenkt in dieses Projekt. Sollte man aufgeben? Eigentlich ja, wäre es naheliegend gewesen, aber für den Herzog war das keine Option. Und er machte etwas ziemlich Mutiges. Er nahm noch viel mehr Geld in die Hand und man besorgte sich tatsächliches Know-how, indem man nämlich den technischen Leiter oder den Produktionsleiter der Porzellanmanufaktur in Höchst bei Frankfurt abwarb. Dieser Mann, Johann Kilian Benggraf hieß er, kam im Sommer 1753 hier nach Fürstenberg. Er brachte auch noch ein paar Mitarbeiter mit, Maler und den Modellmeister, zu dem kommen wir aber noch. Und mit diesem Know-how-Transfer war es also möglich, innerhalb kürzester Zeit endlich eine Manufaktur einzurichten. Also das heißt, ab dem Herbst 1753 läuft der Laden hier. Und seitdem wird hier ununterbrochen jeden Tag bis auf sonntags, früher auch samstags, also früher wurde auch samstags natürlich gearbeitet, aber wird eben jeden Tag an diesem Ort Porzellan produziert. Und sehr schön wird das illustriert, dieser Erfolg, durch ein sehr kleines, aber besonders charmantes Objekt, eine Tabaksdose, die für Johann Georg van Langen hergestellt worden ist, nachdem das Ganze hier funktionierte. Sie sehen hier die Deckelinnenseite dieser Tabaksdose und Sie können auf der rechten Seite dieses Bildes ganz klein gemalt erkennen eine Ansicht von Schloss Fürstenberg. Sie erkennen da kann ich ja sogar hinlaufen. Hier einen Schornstein, also das heißt, hier hat man einen Brennofen angelegt oder angefügt. Und das ist wohl sicher die älteste Darstellung des Schlosses Fürstenbergs als Manufaktur. Des Weiteren sehen Sie hier unten, andeutungsweise Holzscheite, Brennholz, hier Laboratoriumsgerätschaften, hier Symbole der Künste, eine Palette, eine Büste und ganz entzückend hier oben in diesem Rocaille-Rahmen miniaturhaft ein Kaffeeservice, eine Kaffeekanne, Tasse und weitere Teile. Also man hat hier symbolisch ausgedrückt, dass das Zusammenspiel von Technik und Kunst Porzellan ergibt. Und als sehr schönes und charmantes Detail haben wir hier am rechten Bildrand diesen älteren Herrn mit Flügeln und Sanduhr auf dem Kopf, der eine sprießende und blühende Pflanze gießt. Hier handelt es sich um Kronos, den Gott der Zeit und der Ewigkeit. Und damit ist eben die Aussage eben ganz nach klassischer Emblematik klar, dass hier dem Werk von Langens eben Ewigkeit beschieden sei. Hat ja auch funktioniert, ne? 275 Jahre klappt das schon. Nachdem es also endlich funktionierte, trat Karl I., stolz und glücklich auf seine Manufakturen, noch einen weiteren entscheidenden Schritt, indem er nämlich am 3. Dezember 1753 verfügte, auch finden wir gut, dass ein F zum Zeichen auf die verfertigten Porzellanwaren gesetzt werdet. Also, der Herzog persönlich hat das berühmte blaue F eingeführt. Und so ist es eben auch bis heute geblieben. Bis auf eine ganz kurze Periode im 19. Jahrhundert wird also seit diesem Tag jedes Fürstenberger Porzellan mit einem F markiert. Und von welches Markenzeichen kann sich schon damit messen, eine so lange Lebensdauer zu haben und vor allen Dingen, dass man sogar noch auf den Tag genau datieren kann, wann es eingeführt wurde. Der Herzog tat aber noch was anderes. Er schrieb nämlich am selben Tag einen zweiten Brief an seine Manufaktur und er bestellte ein erstes Service für seinen eigenen Gebrauch.
Wir haben hier im Museum in der Sammlung einen Teller aus diesem Service, denn mit seinem Brief schickte er eine genaue Beschreibung, was er haben wollte. Er wollte nämlich ein Service haben mit Blumen bemalt, aber es sollten wenige Blumen sein, diese jedoch aber bitte mit Geschmack verteilt. Das ist dann dabei herausgekommen. Wir können uns jetzt über Geschmack streiten, natürlich, aber ich muss sagen, ich finde es immer wieder wunderbar, wenn man ein Porzellanobjekt so mit einer ganz konkreten Provenienz und archivalischen Quelle zusammenbringen kann. Und dann wird auch das, was zuerst unscheinbar erscheint, höchst faszinierend. Höchst faszinierend im doppelten Wortsinne ist auch das, was die aus der Porzellanmanufaktur höchst emigrierten Porzelliner hier nach Fürstenberg mitbrachten, nämlich ihre Fähigkeiten, um hier Porzellan zu gestalten. Es waren zwei Maler, die von dort kamen, zusammen mit dem Johann Kilian Benggraf, einmal der Johann Philipp Zissler und der Georg Friedrich Geißler. Es waren Blumenmaler, die beide in einem jeweils ganz unverwechselbaren Stil gemalt haben. Porzellanmalereien sind ja in der Regel nicht signiert. Das ist also eine große Seltenheit, dass man signierte Stücke hat. Das war nicht üblich, auch nicht gewollt oder gewünscht. Es war auch nicht, es war auch keine Zielsetzung, als autonome Kunstwerke eben eine bemalte Kaffeekanne zwingend wahrzunehmen. Es war ein Luxusartikel, aber eben doch auf eine andere Weise. Deshalb ist es umso spannender und umso schöner, wenn man bestimmte Malerhandschriften identifizieren kann. Und das gelingt hier bei Geißler und vor allen Dingen eben bei dem Zissler sehr gut. Das kann ich Ihnen auch schön erklären. Man erkennt gerade den Zissler immer sehr gut an seinen Rosenblüten, die er gerne gemalt hat. Die sehen immer so ein bisschen aus wie Kohlköpfe. Also von der roten Rose zum Rotkohl ist es ja auch schon rein sprachlich nicht gar so weit. Von daher ist das eine ganz nette Geschichte. Und der Geißler, der hat immer so einen etwas federigen Stil und so kann man sie beide eben sehr schön auseinanderhalten. Und sie stellen eben dar, womit man hier in Fürstenberg die eigentliche Produktion eben angefangen hat. Man sucht natürlich als Betrieb auch erstmal nach einem Stil, einer Handschrift, nach einem Produktionsprofil. Das bildet sich nach und nach erst heraus. Das gilt auch für die Figurenproduktion. Im 18. Jahrhundert war das ein sehr wichtiger Produktionszweig in den Porzellanmanufakturen, denn solche Figuren wurden vorrangig auf der höfischen Tafel gebraucht, als Tafeldekoration. Denn es gehörte damals zum üblichen Vorgehen. Man speiste ja in drei Gängen und der Dessertgang wartete immer mit einem sehr komplexen Tafelschmuck, einem Tafelaufsatz auf. Und dieser wurde in der Regel eben ausgeziert mit Porzellanfiguren. Deshalb war es also nötig, davon einen möglichst großen Bestand bei Hofe zu haben, in allen möglichen Schattierungen. Es wurden Schäfer-Szenen, so wie hier bei diesem Kussleuchter dargestellt. Es wurden mythologische Figuren dargestellt, historische Persönlichkeiten, literarische Persönlichkeiten oder Figuren und so weiter und so fort. Dieses Beispiel hier nochmal bei dem Kussleuchter von Simon Feilner. Das war nämlich der Modellmeister, der hier aus Höchst nach Fürstenberg kam. Der war ein relativ ökonomisch oder pragmatischer Mensch, wie es scheint. Nämlich, er hat so einige Modelle, die er in Höchst bereits gemacht hatte, hier in Fürstenberg einfach wiederholt. Na, deshalb habe ich hier zum Vergleich mal eben unseren Fürstenberger Leuchter neben das höchste Modell gesetzt und dann kann man sehr gut erkennen, wie gleich diese Modelle gearbeitet sind, dass man fast vermuten möchte, ob der Feilner hier sogar Formen aus Höchsten mitgebracht hat. Er arbeitete aber natürlich noch in vielen oder an vielen anderen Figuren. Die berühmtesten seiner Figuren sind sicherlich eben die Figuren der Commedia dell'arte, eine insgesamt 15-teilige Serie,
die auch heute gerne auf dem Kunstmarkt Furore macht, wenn denn mal eine Figur auftaucht. Sind also schrecklich selten und wir sind sehr glücklich, dass wir hier im Museum wenigstens eine einzige alte Ausformung dieser Figurengruppe haben. Also hier der Harlekin ist die einzige Figur aus dem 18. Jahrhundert aus dieser Serie, die wir hier im Museum zeigen können. Also das heißt, wer mal solche Figuren findet und dem Museum etwas sehr Gutes tun möchte, ist hier sehr, sehr herzlich willkommen. Nein, aber ist es sehr schwer, diese Figuren heute noch zu finden. Er modellierte auch Tiere in froher Variation, wie hier diesen Auerochsen, auch aus unserer Museumssammlung. Es gibt von ihm Pferde, es gibt von ihm auch Tierkampfgruppen, wo also ein Löwe, ein Esel oder auch ein Pferd reißt. Also alles ganz aufregende Geschichten. Sehr aufregend ist auch diese Tellerserie. Wir haben hier bei uns im Museum insgesamt 4 Stück aus diesem Satz von Desserttellern, dessen Komplexität oder beziehungsweise die Zahl dieser Teller, dieses Tellersets ist gar nicht bekannt. Was aber bekannt ist oder was man interpretieren konnte, ist, wem gehörten eigentlich diese unglaublich prunkvollen und aufwendig bemalten Teller? Sie stammen aus der ganz frühen Produktion der Manufaktur. Das Modell hatten wir ja gerade auch schon mal bei diesem Teller für Karl den Ersten gesehen. Und auch diese Teller wurden eben für Karl den Ersten angefertigt. Man weiß allerdings nicht, ob das ein ganzes Service war oder waren es nur vielleicht ein paar Dutzend dieser Teller oder Ähnliches. Sie sind über die ganze Welt heutzutage verstreut und sie fallen eben auf, einerseits durch diese sehr aufwendige Formgebung, den reichen Durchbruch der Fahne und eben die sehr aufwendige Malerei. Und besonders eindrucksvoll sind hier die Landschaften, die auf den Spiegeln der Teller in Purpurkammerjö dargestellt sind. Sie sind unglaublich fein gemalt und zeigen also, in welch kurzer Zeit man hier wirkliche Meisterschaft in Fürstenberg bereits erreicht hatte. Und zwar nämlich technologisch als auch künstlerisch. Denn Purpur, eine Modefarbe oder die Modefarbe des 18. Jahrhunderts, des Rokokos, war hoch beliebt auf Porzellan, ist aber unglaublich schwierig in der Herstellung. Die Farbe ist goldhaltig und in jeder Manufaktur hat man immer sehr lange herumexperimentiert, bis man eben einen guten leuchtenden Purpurton gefunden hat. Heute würden wir das weniger Purpur als Pink nennen, aber es ist immer sehr interessant, weil sich an der Entwicklung eben gerade dieses Farbtons auch immer so ein technologisches Niveau eines Betriebes festmachen lässt. Und man kann sogar manchmal nur über den Purpurton eine bestimmte Manufaktur zuschreiben. Also der Purpur in Fürstenberg sieht anders aus als der in Meißen oder der in Höchst oder der in Frankenthal oder Nymphenburg. Also auch hier eine spannende Geschichte und Fürstenberg demonstriert hier, dass man eben dann in kurzer Zeit ein sehr gutes Niveau erreicht hatte. Gutes Niveau ist auch ein Stichwort für die wichtigste Dekorgattung der bunten Porzellanmalerei im 18. Jahrhundert, nämlich die Blumenmalerei. Und hierfür ist dann ein weiterer Name sehr wichtig, nämlich Christian Gotthelf Beuchel. Der Herr Beuchel war auch wieder kein Fürstenberger Eigengewächs, sondern er kam von außerhalb, nämlich aus Sachsen. Er hatte in Meißen an Europas ältester Porzellanmanufaktur Porzellanmaler gelernt, war dort zum Blumenmaler ausgebildet worden, kam dann hier nach Fürstenberg 1759, um eben sein Talent zu entfalten. Es ist nicht so ganz gesichert, ob er eigentlich tatsächlich hier in Fürstenberg gearbeitet hat oder aber, ob er in Braunschweig gearbeitet hat. Jetzt werden sich fragen, wieso Braunschweig, was hat das mit Fürstenberg zu tun als Ort? Ganz einfach, 1756 befahl nämlich Herzog Karl I., dass die Manufaktur einen Zweigbetrieb in Braunschweig einrichten sollte. Eine Malereiabteilung und Verkaufsniederlage.
Ein wahnsinnig fortschrittlicher Gedanke, muss man sagen, für die damalige Zeit. Er wollte nämlich, dass die Manufaktur, die nun tatsächlich ja sehr weit ab vom Schuss ist von allem, möglichst nah am kaufenden Publikum ist. Das heißt also, einerseits sollten die Kunden einen leichten Zugang zum Produkt haben. Auf der anderen Seite sollten aber eben die Künstler, und damit meine ich vor allen Dingen die Porzellanmaler, Zugang zu den herzoglichen Sammlungen haben mit Kunstwerken und Kupferstichen, um eben Vorlagen und Anregungen für die Gestaltung ihrer Dekore zu finden. Sie sollten also am Puls der Zeit arbeiten. Sie sollten die neuesten Moden beachten, damit das Porzellan möglichst gut verkaufbar ist. Also ein sehr nachvollziehbarer, sinnvoller Gedanke, hatte logistisch natürlich doch so einige Schwierigkeiten, denn man muss sich vorstellen, dass jedes Stück Weißporzellan erstmal nach Braunschweig per Fuhrwerk gebracht werden musste, wurde dort dann bemalt, man hat aber auch in Braunschweig die Dekore eingebrannt und konnte es dort dann verkaufen. Also es war schon durchaus etwas beschwerlich. Aber anscheinend kosteten Transporte damals oder waren Transportkosten nicht so wahnsinnig relevant. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass dann irgendwelche Anmerkungen zur Qualitätsausführung der Weißware oder eben auch Abänderungen an Formen und so fort, die ja dann erstmal von Braunschweig nach Fürstenberg vermittelt werden mussten, ziemlich viel Zeit verschlangen. Und durchaus das Ganze auch etwas beschwerlicher machten. Aber zurück zum Beuchel. Christian Gotthelf Beuchel lernte also in Meißen die Blumenmalerei. Er lernte dort also die klassisch zu nennende Manierblumenmalerei. Also Manier heißt, dass die Blume künstlerisch stilisiert dargestellt wird. Es geht nicht um die Wiedergabe einer botanischen Genauigkeit, sondern eben eine Ästhetisierung. Und auf dieser Grundlage entwickelte er seinen eigenen Stil hier in Fürstenberg, der sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, mit besonders feinem, abgestuften Pinselstrich zu arbeiten. Der Beuchel modellierte häufig Blätter oder Blütenblätter mit verschiedenen Farben schattiert. Man sieht es hier also sehr, sehr gut an dieser Vergrößerung der Tulpenblüte. Und ich denke, man kann sehr leicht nachvollziehen, wie aufwendig das Malen eines solchen Dekores gewesen ist. Was man auch sehen kann, wenn man es mit weiteren Manufakturen vergleicht, ist, dass er auch zum Beispiel nach Berlin geschaut hat, wie Berliner also die KPM-Blumen gemalt hat. Dort hat er also Inspirationen aufgenommen und hier zu einem eigenen Stil eben verschmolzen. Ein anderer Künstler, der in der Frühzeit ganz maßgeblich für den Erfolg Fürstenbergs auch verantwortlich war, ist der Johann Christoph Rombrich, ein Bildhauer oder Modelleur, ebenfalls aus Sachsen stammend und ebenfalls in Meißen ausgebildet. Er war ein Schüler von Johann Joachim Kentler. Johann Joachim Kentler, wenn man so möchte, der Großmeister der europäischen Porzellanplastik, wenn nicht sogar, wie man es gerne apostrophiert, der Erfinder der europäischen Porzellanplastik. Also wenn Sie an Meißen denken, haben Sie ja immer, oder hat man ja sofort Rokoko-Figuren, Krinolinendamen mit Höflingen und so weiter im Kopf in wunderbarster Modellierung. Das ist alles Kentler und bei ihm hat der Rombrich gelernt. Mit seinem Handwerkszeug kam er also bereits 1757 hier nach Fürstenberg. Er hat nachweislich auch hier direkt am Ort gearbeitet. Möglicherweise war er zwischendurch auch mal in Braunschweig. Ganz genau kann man das nicht mehr nachvollziehen. Er hat alles Mögliche eben auch an Figuren gemacht und aus seiner frühen Schaffensperiode stammt eine Serie von Tugenden, von denen Sie hier vier Beispiele sehen und die vor allen Dingen durch ihre hohen und ganz kuriosen, fast schon surreal anmutenden Sockelgestaltungen auffallen. Also das ist schon etwas sehr Ungewöhnliches für Porzellanplastiken, diese Gestaltung, die sonst eher gerne auf flache Sockel gesetzt wurden.
Ja, und das macht sie eben so faszinierend und auch irgendwo so charmant. Künstler von außen hereinzuholen, um Know-how zu bekommen, um Impulse zu bekommen, hat in Fürstenberg wirklich seit dem 18. Jahrhundert Tradition. Und wir werden das also im Verlauf des Weiteren immer wieder feststellen, dass solche Persönlichkeiten ihre Spuren hier hinterlassen. Und das ist auch so, oder das macht das Porzellan auch zu einem so faszinierenden Forschungsfeld, weil man gerne Wanderbewegungen eben von solchen Personen nachzeichnen kann. Das gilt ganz besonders hier für den Andreas Philipp Oetner, von dem ich Ihnen hier ein Potpourri-Vasenpaar zeige und oben den Ausschnitt aus einer Milchkanne, der einen ganz eigenwilligen Figurenstil hatte. Man kann das sehr schön sehen hier bei der Dame und dem Herrn. Seine Gesichter bekommen immer so etwas leicht Glubschaugenhaftes. Die Proportionen der Körper sind gerne etwas ins Kindliche verschoben. Und dieser Oetner war also eine ganz kuriose Person. Er kam aus Wien, wo er zuerst tätig war, wo er geboren ist, ist nicht so genau bekannt oder nicht so ganz gesichert. Er arbeitete in ziemlich allen süddeutschen Porzellanmanufakturen, kam mal für wenige Jahre hier bis in den Norden nach Fürstenberg, um danach wieder nach Wien zu verschwinden. Zwischendurch hatte er sich auch mal einer Komödiantentruppe angeschlossen, weil ihm anscheinend so diese regelmäßige Akkordarbeit in einer Manufaktur etwas leid war. Allerdings kehrte er wieder zum Malen zurück, weil wahrscheinlich die Einnahmesituation ein wenig besser war in einer herrschaftlichen Manufaktur. Jedenfalls ist es eben ganz faszinierend, ihn über diese ganzen Stationen zu verfolgen. Und ja, seine Malereien sind so voller Charme und Witz. Man kann immer nur dazu einladen, gerade da ganz genau hinzuschauen, mal hineinzukriechen eben in diese Dekore. Und das können Sie hier gerade bei uns sowohl in der Dauerausstellung als auch im Schaumagazin ganz besonders gut. Es ist nur ein Glas davor, also irgendwann stoßen Sie gegen, aber das macht nichts, das geht nicht kaputt. Und wir wischen auch nach. Einer der wichtigsten Künstler, womit die Manufaktur richtig Kunstgeschichte geschrieben hat, ist derjenige, der diesen Teller bemalt hat. Es handelt sich um Johann Friedrich Pascha Weitsch. Pascha Weitsch hatte eine ganz eigenartige Karriere als Künstler. Er hatte nie eine Akademie besucht, er war nie in die Lehre gegangen bei einem Meister, sondern er war Autodidakt. Sein erster Beruf, wenn man so möchte, war, er war Soldat in der Braunschweigischen Armee. Er diente dort als Korporal und in seiner Freizeit malte er. Er zeigte dabei ein erstaunliches Talent, das fiel seinen Vorgesetzten auf und 1756, am Vorabend des Siebenjährigen Krieges, wenn man in die Zukunft gucken könnte, es wäre manchmal so toll, aber rückblickend ist es geradezu erstaunlich, am Vorabend also des Krieges, geriet die Kunde seines Talentes bis zum Herzog und der Herzog soll ihn bei einer Truppenparade gefragt haben, Weitsch, will er denn weiter Soldat bleiben oder lieber Maler werden? Und der Weitsch hat, glaube ich, nicht lange überlegt und sich für den Malerberuf entschieden. Und daraufhin befahl der Herzog, dass er eben in die Manufaktur eintreten solle, um Porzellan zu bemalen. Und das ist wirklich erstaunlich. Der Weitsch hat innerhalb kürzester Zeit die Technik der Porzellanmalerei sich erarbeiten müssen und hat es auch geschafft. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, wie lange es dauerte oder wie beschwerlich es war oder ähnliches. Üblicherweise dauert die Ausbildung eines Porzellanmalers Jahre. Aber er hat es innerhalb kurzer Zeit geschafft und er ging sogar noch einen Schritt weiter. Er erfand gleich eine ganz neue Gattung an Porzellandekoren. Als nämlich der Siebenjährige Krieg vorbei war, 1763, bestellte Karl I. sein umfangreichstes Service bei der Manufaktur. Er wollte ein großes Tafelservice haben und Weitsch schlug vor, jedes Stück mit einem Motiv aus dem Herzogtum zu bemalen, also einer Landschaft, und sozusagen das Reich des Herzogs auf der Tafel abzubilden. Der Herzog fand das gut und Weitsch machte sich auf die Socken. Er wanderte durch das Herzogtum bis sogar hier nach Fürstenberg, zeichnete überall
unter freiem Himmel die schönsten Landstriche und Dörfer, Stadtansichten und dergleichen. Und daraus komponierte er dann seine Porzellan-Dekore oder die Motive auf den Tellern, den Schüsseln, den Terrinen. Mehr noch wurde auch jedes Stück unterseits mit dem Namen der jeweiligen Ansicht bezeichnet. Die Arbeiten darüber zogen sich über Jahre hin. Selbst als Weitsch die Manufaktur verlassen hatte, das war dann Ende der 60er Jahre, wurde immer noch an diesem Service gearbeitet. Also Sie müssen sich vorstellen, also über Tage, Wochen arbeitet man gerne an einem solchen einzelnen Stück. Der Aufwand ist unglaublich. Dieses Service existiert heute an verschiedenen Stellen auf dieser Welt. 50% des Services sind auf Schloss Windsor zu sehen und gehören der englischen Königin. Denn der Sohn von Karl I. Heiratete eine englische Prinzessin, deren beider Tochter wiederum heiratete danach den englischen Thronfolger. Und ihre Mutter gab ihrer Tochter als Erinnerung an die braunschweigische Heimat die Hälfte des Services als Hochzeitsgabe mit nach England, damit sie eben ihre Heimat nicht vergisst. Somit ist Elisabeth II. Im glücklichen Besitz eines der umfangreichsten erhaltenen Fürstenberg-Ensembles. Die andere Hälfte zerstreute sich in alle Winde. Ein großer Bestand davon ist im Herzog-Anton-Ulrich-Museum zu sehen, wurde von der Richard-Burrick-Stiftung vor vielen Jahren erworben und dorthin als Leihgabe gegeben. Und ein Teller, nämlich dieser Teller hier, ist dankenswerterweise als Leihgabe des Historischen Museums in Hannover hier im Schloss. Das freut uns natürlich sehr und vielleicht wird dieses Jahr auch noch eine Überraschung bringen, aber da möchte ich mehr nicht verraten. Ja, was nur aber das Besondere ist, weil ich ja großspurig sagte, dass hier Fürstenberg Kunstgeschichte geschrieben hat. Ich hatte ja gerade in epischer Breite darüber gesprochen, dass hier diese topografisch bestimmbaren Landschaften auf Porzellan dargestellt sind. Tatsächlich ist es so, dass es eben die ersten topografisch bestimmbaren Landschaften auf Porzellan überhaupt sind. Und es ist auch eigentlich das erste Mal, dass man einen enzyklopädischen Porzellandekor auf ein Service gebracht hat. Das heißt also, dass alle Teile eines Services in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen, nicht nur in einem ästhetischen, was den Dekor angeht. Das ist etwas, was in der Zeit um 1800 dann europaweit gängig wird für große Tafelservice, die zum Beispiel Napoleon bestellte. Also da gibt es dann die unterschiedlichsten Themen, also über die Industrien Frankreichs beispielsweise. Und dann hat jedes einzelne Teil ein anderes Handwerk, einen anderen Teil der französischen Wirtschaft als Bild dargestellt. Und man hat einen Zusammenhang geschaffen und Fürsten ist hier also ungefähr 40 Jahre früher, eine Generation früher, mit dieser Idee ein abstraktes Thema, nämlich die Repräsentation eines Herrschaftsgebietes in eine konkrete Darstellung auf Porzellan zu bringen. Also darauf dürfen wir dann gerade im Jubiläumsjahr auch ein bisschen stolz sein. Worauf man auch, ich will jetzt nicht sagen stolz sein kann, sondern was auch höchst spannend und interessant ist, als sich das 18. Jahrhundert so langsam dem Ende zuneigte, wandelte sich allmählich der Gebrauch von Porzellan, die Verfügbarkeit und der Markt. Als Fürstenberg anfing, war Porzellan ein höfisches Luxusgut, auch beinahe schon ein Privileg. Die Kunden, also sprich der Adel, bestellte, was man eben wollte, machte Vorgaben, wie es gestaltet sei. Und dann wurde das eben jeweils für den Kunden immer angefertigt. Man hat also immer erst einen Bedarf bedient und individuell gearbeitet.
Mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert veränderte sich die allgemeine Wirtschaftslage. So allmählich begann sowas aufzukeimen wie ein Konsummarkt nach modernem Muster. Und das zeigt sich daran, dass eine Manufaktur plötzlich einen solchen Preiscourant herausgibt. Ein Preiscourant ist nichts anderes als ein Preisverzeichnis bzw. ein Bestellkatalog. Und man kann hier sehen, dass die Manufaktur eine Art von standardisiertem Sortiment anbot. Sie arbeitete also auf Lager, arbeitete die Waren vor, die den höchsten Absatz versprachen, und der Kunde bestellte und bekam möglichst unmittelbar auch geliefert. Und hier kann man eben sehen, bei diesem Preiscourant geht es um Kaffeegeschirre, und diese wurden in unterschiedlichen Dekoren angeboten, Standarddekore. Ne? Da kann man oben lesen, blau bemalt, gerippt. Das ist das, was man gerne so als Strohblume heute bezeichnet. Das war so ein Standardgeschirr, das war einfaches Alltagsgeschirr, und damit haben eigentlich die Manufakturen ihr Geld verdient. Luxuriöser wurden dann Geschichten wie daneben glatt mit bunten oder anderen kulörten Blumen. Also das heißt mit bunter Blumenmalerei. Das sah dann so aus. Hier, das sind dann eben solche Waren gewesen, sehr beliebt. Ohne Gold war es dann ein bisschen günstiger, aber mit der bunten Blumenmalerei auch schon recht aufwendig, gerade wenn man mal wieder ins Detail guckt. Übrigens, Anna Amalia, die Herzogin von Weimar, besaß ein solches Kaffeeservice mit bunten Blumen aus Fürstenberg. Die Reste gibt es bis heute dort in Weimar auch zu sehen, was übrig geblieben ist. Mag man sich jetzt fragen, was macht Fürstenberg eigentlich in Weimar? Aber Kunststück, Anna Amalia war die Tochter von Karl dem Ersten, und natürlich hat sie ihre braunschweigische Heimat auch nicht vergessen. Insofern gibt es also einen ziemlich großen Bestand an Fürstenberg-Porzellan in Weimar. Wenn Sie also mal Weimar besuchen, fahren Sie raus nach Schloss Tiefurt, und da kann man eine ganze Menge davon sehen. Ja, also aber zurück zu diesem standardisierten Sortiment. Das ist eben so ein Beispiel und zeigt, wie fortschrittlich Fürstenberg gedacht hat. Also wir produzieren vor, damit wir Kundenbedürfnisse ganz schnell eben erfüllen können. Das galt auch für Tafelgeschirre. Und was sehr interessant ist bei diesem Preiscourant, er hat nämlich noch so einen kleinen Untertext, und da steht nämlich, und ich lese das jetzt nicht alles vor, sondern sinngemäß, dass man aber auf Wunsch neben diesen Standarddekoren auch malt, was der Kunde gerne haben möchte, zum Beispiel eben auch mit japanischen Figuren. Und dann kommt nämlich sowas dabei heraus. Also so um 1775, 80 oder vielleicht 1785 ist dieses Tafelservice entstanden, das wir hier auch eben im Museum zeigen, was wir vor 3 Jahren ja in einer kleinen Ausstellung den Weser-Chinesen erstmals der Öffentlichkeit auch vorgestellt haben. Ja, und man kann sich also gut vorstellen, dass hier eben der Kunde gesagt hat, ich möchte eben gerne japanische Figuren, aber bitte jetzt nicht irgendwie nur so lose verteilt, sondern ich möchte sie gerne in runden Medaillons gefasst haben. Und dann hat die Manufaktur das eben umgesetzt. Fortschrittlichkeit bewies Fürstenberg auch in der Produktion von Vasen im späten 18. Jahrhundert. Es ist immer wieder erstaunlich, finde ich, wie nah und welches Gespür die Manufaktur hatte für die künstlerischen oder stilistischen Umbruchprozesse vom Rokoko zum Klassizismus. Rokoko mit den verspielten Muschelwerken und so weiter. Das geriet ja so ab den 1770er Jahren langsam außer Mode, und es keimte ein neuer Stil auf, der Klassizismus, und Fürstenberg war eine der Manufakturen, die diesen Trend mit als erstes erkannte und auch bediente. In dieser Zeit wünschte die Kundschaft nicht mehr unbedingt Porzellanfiguren oder andere, vor allen Dingen wünschte aber die Kundschaft Vasen. Vasen waren das Must-Have
im Interieur der damaligen Zeit. Sie standen auf Kaminsimsen, sie konnten die Tafel zieren, sie konnten auf Konsolen ganze Wände füllen und so weiter. Also die Vase war also mit der beliebteste Dekorationsartikel der Zeit, und Fürstenberg bemühte sich darum, ein möglichst breites Sortiment anzubieten. Da sehen Sie eben auch aus so einem, wenn man so möchte, Mail-Order-Katalog, überschrieben Potpourris und Vasen, also eine große Phalanx, und das geht noch so ein paar Seiten weiter, nur unterschiedliche Vasenformen. Wie die dann gestaltet waren, sieht man hier auf diesen beiden Fotos, manchmal relativ kurios. Also die Interpretation des Antikischen im Klassizismus hatte hier in Fürstenberg manchmal fröhliche Urstände gefeiert. Also man war da durchaus sehr, sehr kreativ, was Proportionierungen und so weiter anbelangt. Das mag jetzt vielleicht nicht immer zur Spitze des Qualitätseisberges gehören, aber mich amüsiert es immer sehr im besten Sinne, weil es zeigt einfach diese Erfindungslust, die die Modelleure der Manufaktur damals getrieben haben, immer wieder etwas Neues zu kreieren. Sie waren keine Archäologen, keine Forscher. Sie haben Kupferstiche oder illustrierte Bücher als Vorlagen gehabt und haben daraus dann eben frei komponiert. Das gilt dann auch für Vasen wie diese, die dann eher zu den Spitzenleistungen gehörten. Denn diese Vase ist die exakte Kopie einer antiken Vase aus Süditalien, die nach Braunschweig vermittelt war über ein Buch. Es ist ein Buch über antike Vasen aus der griechisch-römischen Antike aus dem 17. Jahrhundert des Autors Passeri. Und dieses Buch befand sich in der herzoglichen Bibliothek, und da befindet es sich übrigens noch heute. Man kann es aufschlagen und die Illustration durchgehen, und dann stößt man plötzlich auf diese Vase. Das ist ganz kurios. Man stößt aber noch auf was weiteres, nämlich die Vase, die da abgebildet ist in diesem Buch, zeigt einen ganz anderen Dekor, also ganz andere Figuren. Blättert man aber einige Seiten weiter, dann findet man plötzlich die Figuren, und zwar auf verschiedenen Vasen. Also auch hier waren die, die Maler der Manufaktur sehr kreativ. Sie haben also verschiedenste Motive frei kombiniert, unabhängig der ursprünglichen inhaltlichen Zusammenhänge. Es ging hier um eine rein ästhetische Frage und hat damit eigentlich wieder etwas Neues geschaffen. So, ein großer Renner, sozusagen Bestseller der Manufaktur, war dann im figürlichen Bereich das hier, nämlich die Herstellung von Büsten. Über 120 verschiedene Büstenmodelle hat die Manufaktur im späten 18. Jahrhundert auf den Markt geworfen. Es gab sie in verschiedenen Größen, und das waren wirkliche Kassenschlager. Büsten standen ähnlich wie Vasen ausgesprochen hoch in der Gunst des Publikums, waren sehr beliebt. Und es ist sehr interessant zu sehen, wer in diesen Büsten eigentlich dargestellt wurde. Einerseits hat Fürstenberg die komplette, wenn man so möchte, Herzogsfamilie natürlich in den Büsten festgehalten. Denn als treuer, guter Untertan stellt man sich sein Landesherr natürlich zu Hause hin. Wahrscheinlich machte man vorher auch eine Verbeugung, Knicks oder Ähnliches. Andererseits wurden aber auch gelehrte Zeitgenossen, wir sehen hier Lessing oder auch Voltaire eben dargestellt. Die Modelleure der Manufaktur arbeiteten hier meistens nach Gipsbüsten, gelegentlich vielleicht auch nach Kupferstichen, die die Herrschaften eben darstellten. Und was besonders kurios ist, in diesem Büstensortiment ist dann die rechte Büste. Sie stellt nämlich Heinrich den Löwen dar. Dafür gab es natürlich keine Gipsbüste und auch keinen Kupferstich. Also maximal das Grabmal im Braunschweiger Dom, an dem man sich orientiert hat. Aber es ist sehr, sehr aufschlussreich, dass man hier in Fürstenberg Heinrich den Löwen in Porzellan in dieser Zeit wiedergegeben hat. Das zeigt eben, wie in der damaligen Zeit überhaupt ein historisches Bewusstsein entstand.
dynastisch verbunden. Aber natürlich musste auch, wenn man schon die ganze Herzogsfamilie darstellt, ja auch der Urwelfe, wenn man so will, nicht fehlen. Der berühmteste aller Welfen, der wichtigste Herzog aus diesem ganzen Familien, ich hätte jetzt beinahe gesagt Potpourri, aber aus dieser sehr alten Familie durfte nicht fehlen. Sehr kurios, hier eine mittelalterliche Persönlichkeit zu sehen. Es gibt übrigens auch Shakespeare in Fürstenberger Porzellan. Den gibt es noch, es gibt Mirabeau. Darüber hinaus gibt es aber auch Reproduktionen von berühmten antiken Skulpturen. Also wenn man an Laokoon denkt, ne? Der Laokoon und seine beiden Söhne, auch die gibt es alle als Fürstenberger Büsten. Und was auch noch ist, die Manufaktur hat diese Büsten in verschiedenen Größen angeboten. Also von fast lebensgroß bis eben miniaturhaft. Und die Miniaturhaften waren dann natürlich auch besonders günstig. Und die Leute haben so etwas dann auch durchaus gesammelt. Ein bisschen flapsig nenne ich das immer. Das sind so die Luxus-Uropas der Panini-Sammelbilder. Ja, also heute klebt man sich seinen Fußballstar in ein Heft. Damals hat man sich seine Stars eben im Porzellan auf den Schreibtisch geholt. Ich weiß nicht, welche Variante mir lieber ist. Irgendwie die Porzellan-Variante ist schon ein bisschen schöner. Eine große Umbruchzeit kam auch um 1800. Sie begann eigentlich schon 1797 mit einer besonderen Persönlichkeit mal wieder. Also ich merke gerade, irgendwie ist Fürstenberg immer voller besonderer Persönlichkeiten, aber das ist immer so, wenn man genau mal hinschaut und sich mit diesen Menschen beschäftigt, die für diese Manufaktur hier gearbeitet haben und sich gemüht haben, entdeckt man immer, dass das alles so unglaubliche Individualisten sind mit den faszinierendsten Biografien. Und diese Biografie, dieses Menschen, der hier 1797 herkam, ist wirklich unglaublich. Hart immer noch der kompletten Erforschung. Es hat sich keiner dran gewagt und ich kann es auch verstehen. Der Mensch, von dem ich hier spreche, ist Louis-Victor Gervreau. Gervreau, aus Frankreich gebürtig, stammend, ist sicherlich der größte Hans Dampf in den Porzellangassen aller Zeiten gewesen. Mir fällt kein anderer Mensch ein, der in so vielen Porzellanmanufakturen in ganz Europa gearbeitet hat. Er wurde in Sèvres ausgebildet, er hat in Niedervilla im Elsass gearbeitet, er ist mal nach England gegangen, er hat in verschiedenen deutschen Manufakturen gearbeitet, er hat sich mal mit eigenen Manufakturgründungen versucht, zum Beispiel in Schretzheim. Bis er dann eben hier nach Fürstenberg kam und zum Manufakturinspektor ernannt, Intendant ernannt wurde. Es war nämlich ein Problem, er war ja Franzose und die angestammten Fürstenberger hier oder in Fürstenberg tätigen fanden das jetzt nicht so witzig, dass dann ein Franzose plötzlich Direktor sein sollte. Also wurde so ein Kunsttitel des Intendanten für ihn kreiert, aber de facto war er eben hier der Manufakturleiter und man kann sagen zum Glück, denn sonst würden wir ganz bestimmt heute nicht 275-jähriges Jubiläum feiern. Denn in seiner Zeit passierte ja die große Katastrophe. Napoleon, der erste Bonaparte, überzog ganz Europa mit seinen Feldzügen, eroberte nach und nach Mitteleuropa, unterwarf eben auch das Herzogtum Braunschweig, das Herzogtum Hessen und formte daraus ein neues Kunstreich, das Königreich Westphalen. Er installierte dort seinen jüngeren Bruder Jerome, oder den man ja auch als König Lustig kennt, der in Kassel residierte, auch in Braunschweig mal residierte oder zumindest vorbeikam. Ihm war da das Schloss in Braunschweig ein bisschen zu altbacken. Also er zog es vor, eben in Kassel hier zu leben. Und Sie können sich vorstellen, dass nun König Jerome als Franzose nicht so ein wahnsinniges Interesse an deutschem oder hier mitteleuropäischem Kunsthandwerk hatte zur Ausstattung seiner Schlösser. Er bevorzugte also die französischen Luxuswaren. Natürlich, die waren ja auch auf der Höhe der Zeit, die waren
En vogue. Ja, und was blieb dann hier einer Manufaktur übrig? Was sollte sie tun? Niemand interessierte sie sich für sie. Die wirtschaftliche Lage auf dem Markt war ohnehin schwierig. Aber man hatte ja den Louis-Victor Gerveron. Er war Franzose, somit also sprachlich gab es keine Verständigungsschwierigkeiten. Und was Gerveron machte, war, er nervte. Er reiste nämlich nach Kassel mit den besten Fürstenberger Produkten, die man herzustellen in der Lage war. Und er antichambrierte so lange in Kassel, bis er es eben schaffte, dass Fürstenberg zur Manufaktur Royal erhoben wurde. Jerome hat dann also diesem Betrieb hier seinen Stempel aufgedrückt. Als königliche Manufaktur war sie nun gesichert, drohte nicht mehr geschlossen zu werden und belieferte dafür den Kasseler Hof mit den tollsten Porzellanen. Jerome bestellte sich zum Beispiel ein großes Tafel- und Dessertservice, wo Sie hier einen Korb mit Unterplatte auf dem Foto sehen können aus unserer Sammlung. Und Sie sehen dort seine Initialen JN mit einem kleinen Lorbeerkranz überfangen. Im Dekor ist das jetzt nicht unbedingt das Beste, was man sich so vorstellen kann, aber es ist Geschmack der Zeit und es hat die Manufaktur eben auf den königlichen Tisch gebracht. Das war hilfreich. Künstlerisch etwas hochwertiger. Übrigens, und dass der Korb dann auch noch eine Kopie von einem Berliner Vorbild ist, macht es dann auch nicht besser. Künstlerisch, aber auf der Höhe der Zeit und wirklich auch hervorragend in der Ausführung ist dann dieses Büstenpaar Porträts eben von Jerome und seiner Gemahlin Katharina von Württemberg, die dann hier als Königin von Westfalen auch Einzug hielt. Diese ganze Ära des Napoleonischen war sehr kurz, eigentlich nur so ein paar Jahre. Also wir reden hier von noch nicht mal 10 Jahren. Denn 1813 verzog sich König Lustig wieder aus Kassel. Und nach dem Wiener Kongress war es ja auch vorbei mit diesem Königreich Westfalen. Die ursprünglichen Landesgrenzen wurden wiederhergestellt. Und der Gerveron, der sich hier so gemüht hatte, durch diese wirklich brandgefährliche Zeit für die Manufaktur, eine der schlimmsten Krisen ihrer Existenz, wurde mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Er galt dann nämlich plötzlich als ein Kollaborateur. Das war natürlich also die böseste Ironie der Geschichte, die sich denken lässt. Er durfte dann eben auf Herzogs Gnaden in Wrisberg-Holzen noch für 10 Jahre die Fayence-Manufaktur leiten und dann wurde ihm eine Rente gewährt und ein Wohnrecht auf Schloss Bevern, wo er dann schließlich 1829 gestorben ist. Eigentlich auch eine Bitterkeit, also aus Schloss Bevern quasi in Sichtweite zu seiner alten Wirkungsstätte, dann ausgerechnet auch hier weit ab von allem Schuss. Also irgendwie ist das Schicksal sehr undankbar mit dem Gerveron umgegangen und das, obwohl er doch einen so faszinierenden Lebensweg hatte und so viel Gutes hier für uns erreicht hat. Und man muss ja auch sagen, und manches Modell gerade aus dieser Gerveron-Zeit ja bis heute im Sortiment der Manufaktur sich befindet. Sie kennen alle die Form Empire. Vielleicht hat der eine oder die andere auch was davon zu Hause. Die stammt nämlich aus dieser Zeit, als Gerveron hier war. Nun gut, was entstand auch in Gerverons Zeit hier? Eines der auch ganz besonders hinreißenden Tafelservice, was wir hier im Museum haben, auch dankenswerterweise durch die Richard-Borek-Stiftung ermöglicht. Ursprünglich aus dem Besitz der Amalie von Baden, also aus dem badischen Königs- bzw. Großherzogshauses. Dieses Service bekam Amalie von Baden 1806 geschenkt, nachdem sie nämlich 2 Jahre vorher nach Braunschweig gekommen war, denn ihre Tochter war die Ehefrau des Thronfolgers in Braunschweig. Als ihre Tochter das erste Enkelkind erwartete, kam sie eben nach Braunschweig, um ihrer Tochter durch die letzten Züge der Schwangerschaft zu helfen. Und als innerfamiliäres Geschenk gab es dann also ein ordentliches Tafelservice. Dieses Tafelservice ist deshalb so bedeutend, nicht nur, weil es einfach hinreißend schön gestaltet ist, sondern weil es eben einen unglaublich aufwendigen Dekor trägt. Und gerade der zum Tafelschmuck vorgesehene Vasensatz
9 Vasen, die alle mit einem anderen Motiv bemalt wurden. Also kein Motiv wiederholt sich hier. Und es ist noch bis heute ein großes Rätsel, was auf diesen Vasen eigentlich dargestellt ist. Sie erkennen Figuren, zum Teil Putti oder Eroten, also geflügelte Putten und so fort. Aber was die eigentliche Bedeutung dieser Motive ist, ist bis heute nicht entschlüsselt. Es ist noch nicht gelungen. Man liest gerne mal, das wäre die Geschichte von Amor und Psyche. Wenn Sie das lesen, machen Sie mal so einen gedanklichen Strich dadurch. Das ist nicht richtig. Ja, wir wissen es leider nicht. Wahrscheinlich ist es eine ganz speziell auf die Markgräfin gemünzte Ikonografie, die man hier dargestellt hat. Es wird sich sicherlich um die Verbindung der Familien dabei drehen oder auch das Verhältnis der Mutter zu ihrer Tochter oder eben auch zum kommenden Enkelkind. Man weiß es nicht genau. Wer also kunsthistorisch interessiert und versiert ist, kann sich hier gerne dran machen, ist herzlich eingeladen, dieses Service zu studieren. Bis es morgen Abend und wieder morgen wird. Kann sich gerne daran machen, dieses Rätsel zu lösen. Es würde mich wahnsinnig interessieren. Die weiteren Teile dieses Services, das ursprünglich mal weit über 200 Einzelteile umfasste, sind mit hochfein gemalten Landschaften verziert. Der klassizistische Geschmack der damaligen Zeit zeigt sich ja auch besonders gut in der Farbgebung des Ganzen. Es ist ja sehr elegant reduziert in Weiß, Gold und diesem Sepiabraun gehalten und gibt damit eben ein besonders luxuriöses Gepräge auf der Tafel wieder. Andere Dinge des frühen 19. Jahrhunderts, die sich mit speziellen Namen verbinden, ist dann auch die Blumenmalerei des frühen 19. Jahrhunderts. Und hierfür steht vorrangig der Name Christel Ely, ein besonders begnadeter Blumenmaler, den die Manufaktur in ihren Reihen hatte, auch selber ausgebildet hatte. Er war bis 1828 als Maler in Fürstenberg oder für Fürstenberg tätig. Er war eben in dieser Braunschweiger Malereiabteilung angestellt. Und 1828 ist da ein ganz neuralgisches Jahr. Damals entschied nämlich die Manufaktur, wir machen diesen Zweigbetrieb dicht. Schluss mit dieser Porzellanmalerei in Braunschweig. Ist Zeichen seiner Zeit gewesen, weil der Markt sich nämlich auch weiterentwickelte. Gerade nach den napoleonischen Kriegen war gerade die Kaufkraft der vermögenden Schichten sehr gesunken. Dafür kam aber ein neues Publikum auf. Eben eher ein bürgerliches Publikum oder ein Mittelklasse-Publikum, die auch Porzellan brauchten und wollten und endlich auch erreichen konnten. Aber sie konnten natürlich nicht die hochaufwendigen Luxusprodukte der herrschaftlichen Manufakturen bezahlen. Sie wollten also einfacher gestaltete Waren haben und darauf mussten sich diese Manufakturen auch einstellen. Die Maler, die man damals entlassen hat, die waren natürlich nicht so wahnsinnig begeistert. Denn als sie entlassen, oder sie wurden nicht in dem Sinne entlassen, dass sie auf der Straße standen, sondern diese Malereiabteilung wurde an einen Privatunternehmer verpachtet, abgegeben. Und für die damalige Zeit war es nun für jemanden oder für einen Maler oder überhaupt für einen arbeitenden Menschen geradezu schon eine Schmach, für einen Privatunternehmer zu arbeiten. Das Prestige, in herrschaftlichen Diensten zu stehen, in einer herzoglichen Manufaktur, war ungleich höher, als sich eben hier für einen Unternehmer verdingen zu müssen. Also darüber beschwerten sich die Maler, dass ihnen das zugemutet wurde. Sie versuchten sich dann selbstständig zu machen mit einer eigenen Werkstatt, aber es zeigte sich, der Maler, der sich immer auch ein bisschen als Künstler versteht im klischeehaften Sinne, sie waren nicht wirklich in der Lage, wirtschaftlich um die Runden zu kommen. Also krochen sie dann doch wieder zu diesem privaten Unternehmer zurück und zähneknirschend arbeiteten sie dort dann weiter. Wobei der Christel Ely dort irgendwann die Segel strich und sich eben eher als Kunstmaler verdingte und in anderen Techniken arbeitete. Übrigens, diese verpachtete Malereiabteilung hatte noch Bestand als Verkaufsgeschäft,
in Braunschweig bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Das finde ich auch sehr, sehr eindrücklich. Also fast 250 Jahre hat dieses Verkaufsgeschäft Bestand gehabt. Und sehr bedauerlich, dass dann die Jahrtausendwende doch nur um wenige Jahre überlebt hat und nicht mit uns feiern kann. Und da ich selber aus Braunschweig stamme, kann ich mich also auch noch aus meiner Kindheit, Jugend und so weiter an dieses Geschäft erinnern. Das war so eine Institution in Braunschweig. Und es war sehr bedauerlich, als sie dann den Ausverkauf machen mussten. Ich sprach ja davon, dass sich die Manufaktur auf neue Märkte einstellen musste zu Beginn oder im frühen 19. Jahrhundert, um zu überleben. Denn nur wer sich wandelt und am Markt bleibt, hat ja auch eine Chance. In Schönheit sterben ist immer eine schlechte Option. Und was Fürstenberg machte, war eine ganz neue Klasse von Porzellan einzuführen, sogenanntes Sanitätsporzellan. Fürstenberg war damit nicht alleine mit dieser Idee. Man hatte dort mal wieder nach Berlin geguckt. Die machten das nämlich auch in derselben Zeit. Die fingen damit so zu Beginn des 19. Jahrhunderts an. Ein bisschen später kam dann Fürstenberg auf die Idee, das können wir ja auch. Es handelt sich hierbei um ein nicht so richtiges Porzellan. Es ist eine keramische Ware gewesen, die man hier in Fürstenberg ausschließlich aus Rohstoffen der unmittelbaren Umgebung produzieren konnte. Also es ist so ein Zwischending zwischen Steingut und Porzellan. Es ist hochwertiger als das damals sehr moderne, sehr preisgünstige und dadurch weit verbreitete Steingut, das vorrangig aus England kam. Es ist eben hochwertiger, weil härter, dauerhafter, somit nicht so leicht zu beschädigen. Die Glasur neigt nicht dazu, Risse zu bekommen. Damit ist es hygienischer. Das Steingut, das reißt sofort. Und dann dringen da irgendwie Öle und Flüssigkeiten ein und dann wird das irgendwann so ein bisschen unappetitlich. Das hatte man bei diesem Sanitätsporzellan eben nicht. Aber es war eben günstiger. Die Rohstoffe waren günstiger. Man hat es eben einem anderen Verarbeitungsprozess auch unterzogen etwas. Und dadurch konnte man es eben billiger anbieten und hatte damit ein Konkurrenzprodukt. Wir wissen leider nicht, in welchem Umfang Fürstenberg dieses Sanitätsporzellan tatsächlich produziert hat. Ob das geklappt hat, hat man sich damit ein Marktsegment erobert oder nicht. Von dem, was so heutzutage auf dem Markt herumschwirrt, möchte man sagen, das war nicht viel. Also wir haben auch nur einige wenige Teile in der Sammlung. Das heißt aber nichts, wenn etwas tatsächliches Gebrauchsgeschirr war, wurde es auch gerne ja verbraucht. So wie im 18. Jahrhundert das meiste Porzellan eigentlich weiß oder blau-weiß war, weil es eben in dieser Form zur Verwendung vorgesehen war. Und nicht eben das hochaufwendig bemalte, was als Luxusgut dann auch eher geschont wurde, wenn es überhaupt benutzt wurde. Das einschneidendste Ereignis des 19. Jahrhunderts kam dann aber sicherlich im Jahr 1859. Das ist das Jahr der Privatisierung. Da endet also die herzogliche Epoche. Die Zeichen der Zeit eben weiter erkannt, so ein kameralistisch geführtes Unternehmen ist nicht mehr unbedingt in der Lage, auf sich immer schneller wandelnde Marktwünsche, auf ein neues Publikum, das zum Kaufe drängt und anderes will, zu reagieren. Man war der Meinung, dass so ein privater Unternehmer, ein bürgerlicher Unternehmer besser geeignet ist, flexibler, im Kopf beweglicher und nicht durch die vielen Instanzen einer herzoglichen Verwaltung für jede Entscheidung gehen muss. Wer im öffentlichen Dienst im Kulturbereich arbeitet, weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Wir sind eine gemeinnützige GmbH, da ist das ja zum Glück anders, da sind wir auch ein bisschen fixer oder beziehungsweise Entscheidungsprozesse sind kürzer, wollen wir diplomatisch sein. Also entschied man sich von der herzoglichen Kammer, der die Manufaktur unterstellt war, wir verpachten das Ganze hier in Fürstenberg und dann soll mal jemand anderes hier sein Glück versuchen. Es ist nicht so, dass die Manufaktur zu diesem Zeitpunkt defizitär gearbeitet hätte oder sonst wie wahnsinnig schlecht dagestanden hätte. Ganz im Gegenteil, die Geschäfte liefen ganz gut.
Man machte keinen Riesenprofit. Man hatte vor allen Dingen bemerkt, dass so in den Jahren davor die Produktion immer größer wurde. Man hatte ja also immer mehr gefertigt, dass aber die Verkaufserlöse, die sanken pro Stück. Also man hielt zwar den Gewinn eigentlich immer auf einem Level, aber man musste immer mehr verkaufen, um diesen Gewinn zu halten. Also da sah man schon, ne, die Zeiten wandeln sich und zwar grundlegend. Ja, und Johann Karl Prössl, zuvor Prokurist hier an der Manufaktur, fühlte sich mutig genug, sich auf dieses Wagnis einzulassen und zusammen mit einem Kompagnon, dem Kaufmann Georg Friedrich Schmidt als Geldgeber, ein Kaufmann aus Plauen in Sachsen, machten sich also dran, nun unter eigenem Namen das Fürstenberger Porzellan zu produzieren und zu verkaufen. Hier sehen Sie den ersten Verkaufskatalog von Prössl. Und interessant ist auch, dass er hier den Namen der Manufaktur geändert hatte. Er warb also jetzt nicht mehr mit Fürstenberger Porzellan oder Porzellanmanufaktur Fürstenberg, sondern es ist die Johann Karl Prössl und Co. Porzellanfabrik in Fürstenberg. Also der Name Fürstenberg schien gar nicht so relevant zu sein, wie er das für uns heute als Markenname ist. Was man dann produzierte, waren zum Beispiel sehr viele Einzeltassen, die man im Dutzend oder einzeln kaufte, also unterschiedlichste Formen ohne Servicezusammenhang. Es gab einige Serviceformen, vorrangig für Kaffee- und Teeservice, und es gab zwei verschiedene Formen für Tafelgeschirre. Also eigentlich ein sehr überschaubares Sortiment, muss man sagen. Gestalterisch ist das so Mittelmaß der damaligen Zeit. Die Formen kennt man manchmal identisch, auch aus anderen Fabriken, etwa von Schumann in Berlin, auch so eine private Unternehmung, die unglaublich erfolgreich war in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Also da hat man aus Fürstenberg mal wieder geguckt, was macht die Konkurrenz, was läuft da gut, und dann kopieren wir das einfach mal, von uns geht das dann auch. Man hat dann gerne immer nur vergessen, dass man hier immer so weit ab vom Schuss ist und die Heranschaffung von Rohstoffen, Energie und das Wegschaffen kostet ja auch alles Geld. Also man geriet dann da manchmal, wenn man versuchte, über den Preis zu konkurrieren, ins Hintertreffen. Das dauerte in Fürstenberg sehr lange, wenn man zurückschaut, bis man tatsächlich dahinter kam, dass man mit einer solchen Politik der Preisunterbietung hier die allerschlechtesten Voraussetzungen hat und das eigentlich oder dass die Lösung für die Frage, was müssen wir in Fürstenberg eigentlich produzieren, um relevant zu bleiben, doch woanders liegt. Ja, hier einfach nur zwei Beispiele, was man eben so produziert hat. Mal ein Schreibzeug, Tintenfass und Streusandbüchse, das ist dann schon so der Gipfel des damaligen Luxus gewesen, was man hier machen konnte. Man sieht auch, es ist weiß oder es ist mit Gold oder die Dinge sind sonst wie sehr spärlich nur dekoriert. Von dieser Höhe der Porzellanmalerei, wir schreiben Kunstgeschichte in Fürstenberg, ist man in der damaligen Zeit ganz, ganz, ganz weit entfernt. Signale des Aufschwungs kommen dann erst zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und dafür ist wichtig ein Jahr, nämlich das Jahr 1897. Das 150. Manufakturjubiläum steht an. Und plötzlich fällt auf, dass man hier in Fürstenberg doch eine alte Manufaktur ist. Man ist nicht so eine neu gegründete Fabrik wie in Schlesien oder in Bayern. Ne? Also denken wir an Rosenthal, Hutschenreuther und all diese. Das waren ja alles junge Fabriken, die waren unglaublich erfolgreich. Hat man neidvoll hingeschaut, wie erfolgreich die waren. Aber hier in Fürstenberg hatte man dafür ein ganz anderes Fund, nämlich die eigene Geschichte. Man hat erkannt, man ist eine alte Manufaktur aus dem Ancien Regime, aus der nostalgisch verbrämten und vergoldeten Vergangenheit. Und damit kann man doch eigentlich mithalten mit Manufakturen, die im höchsten Renommee stehen. Und ich meine Meißen und Berlin. Diese beiden Manufakturen feierten in der damaligen Zeit also größte Erfolge auf den Weltausstellungen rund um den Globus. Mit den spektakulärsten Porzellanen fielen sie auf und sie konnten gar nicht so viel produzieren, wie sie verkauften.
Gerade Meißen prosperierte unglaublich. Zwiebelmuster als Synonym für Meißner Porzellan ist in dieser Zeit geprägt worden, im späten 19. Jahrhundert. Trugen schon immer stolz vor sich her, dass sie ja königliche Manufakturen sind, also eine reiche Geschichte haben, eine hohe Würde haben. Und Fürstenberg erkannte, wir sind doch genauso alt wie die, wir sind doch sogar älter als die Berliner Manufaktur. Die ist erst 1763 als königliche Manufaktur gegründet worden und wir schon 1747. Höchst gibt's gar nicht mehr, wir sind hier also die Zweitältesten am Platz. So, und das wollen wir jetzt auch mal ausspielen. Also hat man dieses Manufakturjubiläum groß zelebriert. Es ist das erste gefeierte, groß zelebrierte Manufakturjubiläum überhaupt in Mitteleuropa. Man hatte halt einfach mit der Jahreszahl Glück. Meißen war dann erst 1910 dran und die KPM 1913. Also man hat diesen glücklichen Moment auch genutzt. Und was einem einfiel, war, dass man sagte, wir gehen mal auch auf unsere Böden hier in Fürstenberg und gucken, was da rumliegt an alten Modellen. Und die produzieren wir auch wieder. Und das bezog sich vorrangig eben auf alte Figurenmodelle. Und davon hatte man nämlich noch eine ganze Menge aus dem 18. Jahrhundert. Und dieser Ziegenbock ist ein solches Beispiel, ursprünglich 1758 entworfen. Und exakt diese Ausformung, die hier bei uns im Schaumagazin steht, ist eben von 1897 und wurde eben anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten angefertigt und an einen Gast dieser Feierlichkeiten verschenkt. Bekam eine Sondermarke und Sie sehen hier diese Zahl 4777. Das bezeichnet den 4777. Brand, durchgeführt seit der Privatisierung 1859. Ob das stimmt, weiß ich nicht, oder ob die sich einfach nur eine Schnapszahl ausdachten, wobei ich da gesagt hätte, dann hätten die eher 1747 draufgeschrieben, aber irgendwie geht das so ja zumindest laut malerisch ein wenig in diese Nähe von 1747. Damit hoffte man nun also aufschließen zu können an die anderen großen und königlichen Manufakturen. Man besann sich seiner herzoglichen, ruhmreichen Vergangenheit. Zeigt sich dann auch in Katalogen, die man rausbrachte. Hier der Einband, pompös, neobarock aufgefasst. Zeigt sich ein bisschen auch im Sortiment. Sie sehen also ein Katalogblatt daneben. Und man sieht hier so die Register des Neo-Rokoko, was also luxuriös, verspielt und im damaligen Trend der Zeit war für eine Kundschaft, die ein möglichst pompöses Porzellan haben wollte, aber sich Meißen nicht leisten konnte. Denn wir haben es hier mit generischen Entwürfen zu tun. Vergleichbare Entwürfe finden Sie also auch aus den Fabriken des schlesischen Raums oder gerade auch aus Bayern oder eben auch aus Frankreich, aus Limoges. Man hat also auch da wieder geguckt, was geht am Markt. Man hat sich hier nicht unbedingt auf seine eigene Vergangenheit beim Geschirrporzellan eben bezogen. Aber man hat sich eben in der Vermarktung darauf bezogen, indem man nämlich hier endlich wieder auf den Katalog schrieb, ne, die Fürstenberger Porzellanfabrik. Fabrik war damals kein Schimpfwort. Vormals herzoglich-braunschweigische Porzellanfabrik. Also ganz deutlich zu machen, auch hier fürs Publikum und den Kunden, erinnert euch mal dran, wir sind hier auch mit herrschaftlichen Würden ausgestattet. In der gleichen Zeit war man besonders mutig hier in Fürstenberg. Man versuchte nämlich, das Exportgeschäft für sich auch zu entdecken und produzierte Waren speziell für Amerika. Und diese Schokoladenkannen sind ganz typische Waren für den amerikanischen Markt. Ein bisschen pompös in der Form, sehr bunt, gerne auch mit viel Gold. Denn man hatte auch da gesehen, Mitbewerber, gerade in Bayern, die machten unglaubliche Geschäfte mit amerikanischen Kunden. In Amerika gab es keine große eigene Produktion. Die Waren wurden alle aus Europa bezogen. Also dort hatte man einen riesigen Markt. Und es gibt also bayerische Fabriken, die haben 90% ihrer
Produktion nach Amerika exportiert. Fürstenberg wollte auch. Ehrlich gesagt, hat aber nicht geklappt. Nach ein paar Jahren hat man die Bemühungen eingestellt. Es war zu teuer, es funktionierte nicht, man hatte nicht die richtigen Partner. Und wie immer, wenn man kann was wollen, aber wenn man dann leider nicht den richtigen Dreh findet, funktioniert es leider nicht. Was auch, aber was dann besser funktionierte, war zu schauen, wie sind stilistische Wandlungen hier auf dem heimischen Markt, also sprich der Jugendstil hält Einzug ins Sortiment. Man verabschiedet sich ein wenig von den verspielten Neorokoko-Formen und strafft, sucht nach einer modernen Eleganz. Dafür steht natürlich besonders hier die Serviceform Norma. Noch im Sortiment der Manufaktur oder auch darunter eben die Erika von 1913, ganz besonders aber die Form Lilly. Jetzt sage ich ganz besonders die Form Lilly. Sie werden wahrscheinlich sagen, Form Lilly habe ich nie gehört, von Fürstenberg kenne ich nicht. Ganz ehrlich, können Sie auch gar nicht kennen, denn eigentlich gibt es diese Form gar nicht, denn Fürstenberg... Ja, es war immer gerne mal mutig, oft auch innovativ, aber manchmal sind sie halt auch ein bisschen trampelig und gucken doch zu sehr nach der Konkurrenz und finden ein Erfolgsmodell und kopieren einfach. Und das haben sie hier auch gemacht, nämlich, Moment, nämlich sie haben nach Bayern geguckt, zur Firma Rosenthal, und siehe da, die haben dort diese Form Donatello, ein Kassenschlager sondergleichen ist das damals gewesen von Rosenthal. Und sie haben dann einfach mal ein bisschen nachempfunden, um es vorsichtig auszudrücken. Rosenthal bemerkte das, fand das nicht witzig, verklagte die Manufaktur umgehend und sie wurde gezwungen, diese Form vom Markt zu nehmen. Also sie ist gar nicht richtig in den Verkauf gekommen, und wenn sie heute mal Lilly entdecken von Fürstenberg, haben sie eine große Rarität in den Händen. Das heißt jetzt nicht, dass das mit Gold aufgewogen wird, aber es ist wirklich eine der seltensten Formen aus dem 20. Jahrhundert in, von Fürstenberg. Ja, diese Schmach räumte auch der damalige Direktor tatsächlich in einem internen Schreiben ein und sagte, naja gut, dann machen wir jetzt mal neue Deckel da drauf und verändern ein paar andere Details, und dann können wir mit der Form wenigstens noch halbwegs was anfangen. Mehr Erfolg und nachhaltigen Erfolg ist dann aber mit Rückgriffen auf das tatsächlich eigene historische Sortiment beschieden gewesen. Und ich denke, das sind so Formen, die Sie alle mit Fürstenberg verbinden, eben Gregg und Empire, beide 1915 nach den historischen Modellen wieder ins Sortiment genommen. Und ich sage immer ganz bewusst nach den historischen Vorbildern. Also man hat hier nicht einfach die alten Formen genommen und daraus wieder produziert, sondern man hat natürlich neue Modelle geschaffen. Man hat diese Formen auch erweitert, denn als man so eine Form wie Gregg, die wahrscheinlich so um 1840 ursprünglich entstanden ist, hatte man nicht unbedingt solche runden Butterdosen oder irgendeinen Eierwärmer. Mokka-Tassen gab es schon gar nicht. Also man hat dann eben im Stil dieses, dieser Vorlage Formen entwickelt, die dann zum damaligen Gebrauch einfach gewünscht waren. Und letztlich ist das auch so bis heute, dass Formen sich weiterentwickeln. Stilistisch oder gestalterisch bleiben sie, aber sie bekommen dann eben Ergänzungen. Der Erste Weltkrieg unterbrach dann so ein bisschen diese Aufwärtsentwicklung der Manufaktur kurzzeitig. Er sorgte aber auch für neue Produktgattungen oder beziehungsweise für neue Produkte, die dann sehr gut am Markt standen, nämlich Memorabilien für den Ersten Weltkrieg zu schaffen oder für Kriegsteilnehmer im Nachgang. Hindenburg-Porträts in aller Variation durften dabei nicht fehlen. Und was auch nicht fehlte, war, dass man sich nach dem Ersten Weltkrieg wieder sehr darum bemühte, auf dem Markt richtig Fuß zu fassen. Jetzt spielte man nochmal auch gerade sein Erbe als herzogliche Manufaktur besonders aus. Hier eben eine Anzeige aus der Zeit um 1920. Und ich finde das so sehr schön, wie da beschrieben ist. Ne? Die Manufaktur widmet sich nach wie vor neben der Herstellung hochwertiger Gebrauchsgeschirre der Wiedergeburt von Luxusgegenständen aus der Blütezeit der Manufaktur.
Und was man als Blütezeit der Manufaktur hier sieht, ist die Zeit von 1780 bis 1800, also eben die Periode, wo dann hier unser lieber Gervereau tätig war und wo man eben sich gerade eben auch auf die verschiedenen Vasenmodelle wieder berief, wie man das eben hier sieht, in üppiger Malerei, die bekannte Boxvase, geradezu ja so ein Signature Piece des Fürstenberger Sortiments bis heute. Jetzt mögen Sie sich vielleicht fragen, wir haben ja so viel gar nicht dekoriertes oder so ein bisschen schlicht dekoriertes Porzellan gesehen und auf einmal kommen hier solche üppigen, prachtvollen und aufwendigen Dekorationen. Wie kann das sein? Also gestern kann man noch nicht malen und heute auf einmal macht man das im tollsten Aufwand. Ja. Kleine Geschichte dazu. In der unmittelbaren Nachkriegszeit, also nach dem Ersten Weltkrieg, entstand plötzlich eine ziemlich hohe Nachfrage nach Luxusporzellan. Also Kriegsgewinnler, also die beginnende Geldentwertung, Flucht in die Sachwerte und so weiter, sorgten also dafür, dass die Nachfrage nach teurem Porzellan plötzlich anzog. Fürstenberg wollte von diesem Trend gerne profitieren. Das Problem war nur, man hatte hier keine ausgebildeten Maler mehr, die zu so etwas in der Lage gewesen wären. Man wandte sich nach Dresden. In Dresden gab es sehr, sehr viele selbstständige Porzellanmaler, die als Einzelkämpfer arbeiteten oder die in Werkstätten arbeiteten mit mehreren Angestellten oder in kleinen Betrieben. Die macht nichts anderes, als eben fremde Weißware bunt zu bemalen, in allen Qualitätsstufen. Fürstenberg trat also in Kooperation mit verschiedenen Werkstätten. Das ging auch zunächst ganz gut, dann reichte irgendwie die Qualität nicht mehr aus, man war nicht so ganz zufrieden mit den Leuten, mit denen man da zusammenarbeitete und dann entschied man sich, wir machen einen eigenen Zweigbetrieb in Dresden auf. Ist fast so Wiederholung der Geschichte, ne? Im 18. Jahrhundert der Zweigbetrieb in Braunschweig, jetzt plötzlich eben ein Zweigbetrieb in Dresden. Fast könnte man ja sagen, nach dem berühmten Wort, Geschichte wiederholt sich einmal, ne? Erst tragisch, dann als Farce. Somit war das vielleicht so ein bisschen die Farce hier in Dresden, dass die Hoffnungen, die man mit diesem Betrieb verband, das Geld, das man investierte, die Mühe, die man sich gab, gerade dann auch die Maler dort in Dresden, hier eben etwas Unverwechselbares auch zu schaffen, am Ende dann doch scheiterten, nämlich mit der Weltwirtschaftskrise und eigentlich der Verarmung großer Teile des Publikums, die sich solche teuren Geschichten nicht mehr leisten konnten. Und Anfang der 30er Jahre hat man dann diesen Betrieb auch wieder stillgelegt. Bevor es aber so weit kam, gelang dann aber wenigstens 1922 noch der große Wurf mit einem Jubiläumsgeschirr zum 175. Jubiläum Fürstenbergs. Und die Form ist Ihnen vielleicht auch bekannt oder der einen und dem anderen. Und zwar unter dem Namen Anna Karina wurde sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nochmal neu ins Sortiment genommen. Eigentlich heißt sie 1747, das ist ihr eigener Formname und sie sollte eben das damalige Jubiläum ehren, genauso wie dieser aufwendige Blumendekor, handgemalt, der ganz bewusst eben das 18. Jahrhundert zum Vorbild genommen hat. Was man in dieser Zeit aber auch gerne produzierte, um eben am Markt bestehen zu können, waren modische Waren mit einfacheren Dekoren, meistens Druckdekore, die eben nicht aufwendig von Hand gemalt werden mussten. Oder aber man nutzte auch damals ganz moderne Dekorverfahren, wie Sie das bei dieser Bonbonniere hier sehen können, sogenannte Spritzdekore, die mit Schablonen und heute würden wir sagen einer Airbrush-Pistole eben aufgetragen wurden. Das war so das Modernste an Dekor, was in den 20er Jahren denkbar war. Fundamental änderte sich erst was in der Gestaltung und in der Qualität auch der Produktgestaltung mit einem Direktorenwechsel 1933-34. 1934 kam nach dem Tod seines Vorgängers Fritz Kreikemeier hier als Direktor nach Fürstenberg. Er war zuvor in Bayern bei Arzberg tätig gewesen, hatte dort eine der revolutionärsten Servicegestaltungen
Erinnerungen mit begleitet. Das Arzberger Service 1382 von Hermann Gretsch, also ein großer Klassiker des funktionalistischen Geschirrdesigns. Und die, diese Erfahrung nutzte er hier für Fürstenberg, indem er nämlich Wilhelm Wagenfeld, Bauhausschüler, renommierter und erfolgreicher Designer an der Glashütte in Weißwasser in der Lausitz, engagierte und bei ihm einen Serviceentwurf bestellte. Und dieses Service 639, bis heute im Sortiment, wurde also zu einem großen Klassiker hier in Fürstenberg. Und damit bewies eben der Kreikemeier ein wirkliches Händchen für das fortschrittliche Design. Er hatte allerdings ein zweites Gesicht, dieser Kreikemeier, denn so fortschrittlich er in der Produkt- und Sortimentspolitik war, so unangenehm war er in anderen Formen der Politik. Er war überzeugter Nationalsozialist, was nicht unbedingt sehr erfreulich aus heutiger Sicht ist. Das Einzige, was er dadurch aber erreicht hat, ist, dass er die Produkte der Manufaktur für Staatsaufträge unterbringen konnte. Also das heißt, zur Ausstattung von Heeresabteilungen, von staatlichen Institutionen, Ministerien und so weiter, die ja zum Teil alle erst neu entstanden nach 1933, die alle Geschirrausstattungen brauchten. Da gelang es eben Kreikemeier aufgrund seiner politischen Kontakte eben für Aufträge für die Manufaktur zu sorgen. Was die Manufaktur damit auch am Leben hielt und die Manufakturisten hier ernährte. Ein zweites wichtiges Designprojekt der Ära Kreikemeier ist hier der große Servicekomplex 644 Schloss Fürstenberg im Entwurf von Hubert Griemert und umgesetzt von dem Modellmeister Walter Nitsche. Auch das Gebäude, in dem wir uns hier befinden, und zwar exakt sogar der Raum, in dem wir uns hier befinden, gäbe es nicht ohne Kreikemeier. Sie sehen hier diese Ansicht des Schlosses und dieser Teil und die drei obersten Fenster, ne, das sind die, hinter denen wir hier sitzen, dieser Teil des Schlosses wurde angebaut. 1938 wurde das Schloss also vergrößert. Man brauchte mehr Platz für die Produktion, für Lagerflächen und so weiter. Und man hat dann dieses Schloss einfach mal verlängert. Also auch das trägt uns weiter eben bis heute. Der Zweite Weltkrieg ging zu Ende 1945, nicht nur für Fürstenberg oder nicht nur fürs Deutsche Reich, das dann nicht mehr existierte, sondern auch für Fürstenberg und insbesondere für den Direktor der Manufaktur, der dann nämlich auch nicht mehr existierte. Im April 1945 fand man ihn erschossen auf der Chaussee hier am Ortseingang liegen. Es ist bis heute nicht so genau aufgeklärt, was da eigentlich passiert ist, wie er zu Tode gekommen ist. Man weiß nur, dass er sich vor den herannahenden amerikanischen Truppen eben im Wald wohl versteckte. Man weiß auch, dass im Vorfeld hier große Aktenvernichtungen stattgefunden haben. Und so ist also diese Epoche des Dritten Reiches heutzutage immer noch mit sehr vielen weißen Flecken bedacht. Das betrifft Themen auch wie Zwangsarbeit. Es hat auch hier in Fürstenberg Zwangsarbeit gegeben. In welchem Umfang ist mir erst kürzlich bekannt geworden und ich hoffe, dass dort noch weitere Forschungen stattfinden können, weil diese Epoche tatsächlich viele, viele Lücken aufweist, um sie für Fürstenberg richtig zu verstehen. Wir finden immer wieder merkwürdige Dinge aus dieser Zeit. Wir haben es hier ja auch im Museum ausgestellt, zum Beispiel Geschirr mit Reichsadler mit Hakenkreuz versehen, im Relief eingearbeitet in das Geschirr, also eine hochaufwendige Produktion. Und man fragt sich, für wen hat man das eigentlich gemacht? Es gibt Kolportagen, die alle nicht belegt sind, aber das macht doch neugierig und ich glaube, dass da die Manufaktur eine größere Rolle gespielt hat, als wir das heutzutage ermessen können.
Ja, 1944 hatten wir dann also wieder einen erzwungenen Direktorenwechsel in einer historischen Zäsur. Sie können sich vorstellen, unmittelbare Nachkriegszeit. Aber Fürstenberg hatte großes Glück mit der Person, die dann kam. Es kam aus letztlich Ostdeutschland oder deutschen Ostgebieten Otto Wiese, ein ausgewiesener Kenner der Materie. Er hatte in verschiedensten keramischen Firmen vorher gearbeitet und er fand hier dann also ein reiches Betätigungsfeld. Er war nicht nur betriebswirtschaftlich technisch versiert, sondern er war auch ein echter Schöngeist, hochgebildet, interessiert, künstlerisch durchaus verständig soweit. Und er mühte sich also redlich. 1947 stand ja nun auch ein Jubiläum an, das 200. Jubiläum. Ein so schönes rundes Jubiläum feiert man ja eigentlich sehr, sehr groß. Aber Sie können sich vorstellen, 1947 hatte man jetzt nicht so eine große Neigung. Aber dennoch wurden also einige tolle Jubiläumsprodukte herausgebracht, unter anderem dieses Schachspiel. Und dieses Schachspiel ist deshalb so charmant, weil der König, die Dame und der Läufer sind hier unsere drei historischen Hauptpersonen der Manufakturgeschichte, nämlich Karl der Erste mit seiner Gattin, der Philippinen Charlotte, und als Läufer, und ich finde es eigentlich sehr charmant, gerade als Läufer, der Johann Georg von Langen, bei dem man sich ja vorstellen kann, wie er 200 Jahre zuvor zwischen der Fabrik, dem Schloss, Braunschweig und wo auch immer noch hin und her lief und rannte und sich mühte und tat. Ja, nach diesen sehr schweren direkten Nachkriegsjahren ging es aber bald wirklich mal bergauf mit der Manufaktur. Und zwar in jeder Hinsicht. Sowohl was die Gestaltung der Produkte anbelangte, aber gerade auch was die wirtschaftliche Seite anging. Also die 50er Jahre, das beginnende Wirtschaftswunder, der Nachholbedarf des Publikums sorgten dafür, dass die Nachfrage auch gerade nach Fürstenberger Porzellan rasant stieg. Und hier konnte dann die Manufaktur auch wirklich mal ihre Vergangenheit als herzogliche Manufaktur marktwirksam und markenprägend ausspielen. Und das wirkt nach bis heute, was damals alles gemacht wurde. Sie sehen hier auf der linken Seite die sicherlich erfolgreichste Form der 50er Jahre, Fürstin. Bis heute ja auch noch im Sortiment und ich gebe ja hier im Museum immer regelmäßig Expertisenstunden ein paar Mal im Jahr und es gibt eigentlich keine Expertisenstunde, wo nicht mindestens einmal Fürstin auch mit dabei ist. Also es hat eine Verbreitung gefunden, unglaublich. Es entsprach dem Geschmack der Zeit mit seinem behutsamen, modernisierten Historismus, also der Modelleur Walter Nitsche, der sie entworfen hat, der hat schon in die Vergangenheit geschaut. Mit diesen gefußten Tassen hat er sich so auf das frühe 19. Jahrhundert und die Empirezeit bezogen, hat das Ganze aber sehr abgemildert mit Kannen oder auch die Terrine mit sehr eleganten, geschwungenen Umrissen kombiniert, sodass also etwas Neues daraus entstanden ist. Gleichzeitig war er aber auch in der Lage, etwas auf der Höhe der innovativen oder der Design-Avantgarde-Höhe seiner Zeit zu schaffen, wie hier mit dem Service 666 von Langen, das als höchste Weihe dann 1958 auch auf die Weltausstellung in Brüssel reisen durfte und dort eben ein Vertreter war für die junge Bundesrepublik, die eben modern fortschrittlich ist und die unselige Vergangenheit hinter sich gelassen hat. Hochmodern war man auch in der Zusammenarbeit mit dem Silberschmied und Bildhauer Bodo Kampmann aus Braunschweig und dem Entwurf dieses Teeservices Form A, das nach ostasiatischen Vorbildern gestaltet wurde, die der Kampmann hier nach Europa, wenn man so möchte, übersetzt hat. Der Erfolg kam dann auf der Design-Triennale in Mailand, wo das Ganze mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde. Und
auch weitere Erfolge oder beziehungsweise wichtige Impulse gab der Keramikkünstler Siegfried Möller, mit dem man bereits in den 30er Jahren zusammengearbeitet hatte und der dann hier in den 50er und in den frühen 60er Jahren seine ganzen Talente als Form- und Dekorgestalter entfaltete. Das ist so eine Besonderheit im Werk von Siegfried Möller. Die meisten Designer oder KünstlerInnen gestalten entweder Form oder Dekor. Man hat es nicht so häufig, dass eben ein Gestalter beides gleichermaßen gut beherrscht. Auch hier übrigens wieder eine Dauerleihgabe unseres Fördervereins, will es nur mal unterstreichen, weil es immer wieder schön zeigt, wie wirksam er für uns arbeitet. Man hat aber auch mit hauseigenen Kräften viel erreichen können und da ist vorrangig der Obermaler Heinrich Brennecke zu nennen, der in den 50er Jahren sehr kreativ schöpfte und das Publikum erfreute mit handgemalten Dekoren, der zugleich aber auch technisch brillant war und eigene Techniken erst erfand und zum Patent anmeldete und das gilt für diese Chrysanthemenblüte, die in der Technik der sogenannten Porzellanradierung ausgeführt wurde. Dabei handelt es sich um eine Art von Zeichnung auf Porzellan. Also das heißt, Sie müssen sich vorstellen, man hat mit einem kreideartigen Stift, der gepresst war aus keramischen Pigmenten, direkt auf die Porzellanoberfläche freihand zeichnen können, sodass das, wie man hier in den Details sehen kann, so einen unterbrochen skizzenhaften Strich eben ergibt und besonders locker wirkt. Das war, wie gesagt, ein Patent, das man angemeldet hat, wurde aber auch nur einige Jahre als Technik hier gepflegt, war dann wohl etwas zu aufwendig oder fand doch nicht den großen Absatz am Markt. Gilt auch für den sicher aufwendigsten Dekor der 50er Jahre in Fürstenberg, die Zauberflöte der Malerin Martha Eppler. Um 1955 hat sie dieses Muster gestaltet nach Mozarts berühmter Oper. Auch hier sehen Sie das komplette Service unten bei uns im Schaumagazin und es ist wirklich hochcharmant. Jedes Objekt oder jedes Teil ist mit einem anderen Motiv bemalt worden. Unglaublich aufwendig, unglaublich teuer damit für seine Zeit, verschwand deshalb leider auch schnell wieder aus dem Sortiment und ist heute sehr selten zu finden. Die Form allerdings, die kennen Sie alle, 641 Altfürstenberg, die ist umso häufiger zu finden und das liegt vor allen Dingen daran. Diese drei Dekore, ich glaube kein Mensch in Nord- und Mittel- und Westdeutschland kennt diese Form mit diesen Dekoren nicht oder wenigstens ein Dekor davon. Die Form selber wurde 1935 von Walter Nitsche nach Vorlagen des 18. Jahrhunderts neu gestaltet. Das ist ganz interessant, 1935 wurde sie also ins Sortiment aufgenommen, aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe noch nie ein einziges Stück gesehen, das zweifelsfrei von 1935 oder danach ist, unmittelbar. Und Sie sehen auf dieser Seite im Modellbuch steht da noch was, neu aufgenommen, circa 1955. Also der Siegeszug dieser so typischen oder für so typisch empfundenen Fürstenbergform entstand oder begann erst 20 Jahre nach dem Entwurf. Aber dann richtig. Mit diesen drei Dekoren, Rote Rose, Lottine, Schlossgarten, hat die Manufaktur bis Anfang der 90er Jahre bis zu 50% des Umsatzes erwirtschaftet. Mit einer Form und drei Dekoren. Davon träumt die Manufaktur heute noch, muss man ehrlich sagen. Also auch da, man kam kaum hinterher, so viel zu produzieren, wie gekauft wurde. Ein anderes großes Unterfangen in den 60er und frühen 70er Jahren war die Rekonstruktion der berühmtesten Figurenfolge, die wir ja schon einmal gesehen hatten, die Commedia dell'arte. Hier sehen Sie dann die zur damaligen Zeit bereits rekonstruierten 14 von insgesamt 15 Figuren. Warum hat die Manufaktur das eigentlich gemacht? Weil auch diese Figuren sind ja so synonym geworden und viele haben eine oder mehrere auch zu Hause oder kennen jemanden, der das hat. Es war 1960,
als auf einer Auktion in London eine komplette Figurenfolge aus dem 18. Jahrhundert zum Verkauf angeboten wurde. Ich glaube, es war entweder bei Sotheby's oder bei Christie's. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist nämlich, dass diese Figurenfolge zum damals sensationellen Preis von 160.000 D-Mark verkauft wurde. Ein wahnsinniger Preis. 1960, was hat man da alles für 160.000 Mark bekommen? Also es war ein Spitzenpreis für historisches Porzellan und das war ausgerechnet Fürstenberger Porzellan. Es war natürlich toll, das ging durch alle Gazetten. Die ganzen Zeitungen berichteten über diesen Sensationsverkauf. Die Manufaktur soll dort, weil man hatte ja auch schon ein Museum, wohl auch diese Figuren gerne gekauft haben, aber bei dem Preis war es unmöglich. Also kann man wohl auf die Idee, es gibt dafür ein Interesse, dann produzieren wir die Figuren wieder. Das Dumme war nur, es gab dafür keine Modelle oder Formen mehr im eigenen Bestand. Also musste man minutiös nach erhaltenen Ausformungen alle Modelle neu modellieren. Unglaublich aufwendig und deshalb erstaunt es nicht, dass sich die Arbeiten also insgesamt 12 Jahre hingezogen haben. Aber danach wurden sie dann in den Neuausformungen durchaus zu Verkaufsschlagern in den anschließenden Jahrzehnten. Heutzutage ist die Nachfrage nach Figuren leider nicht mehr so groß. Die Bedeutung von Fürstenberg unterstreicht auch noch etwas, was wir im vergangenen Jahr ankaufen konnten und worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass uns das gelungen ist. Dieses Service aus dem 18. Jahrhundert in einer pompösen Schachtel oder in einem pompösen Etui oder Kassette gefasst, mit Samt ausgeschlagen, tauchte in einer Auktion auf und wir konnten es dann über einen Zwischenschritt erwerben. Als es hier ankam, waren wir erstaunt, dass wir da noch etwas fanden in dieser Kassette, nämlich diese beiliegende Urkunde. Und die Urkunde benennt, was mit diesem Service 1968 gemacht wurde. Es wurde nämlich als ein Staatsgeschenk überreicht von Walter Lübcke an den Prinz Napoleon. Anlässlich der Übergabe des Palais Beauharnais in Paris, die Übergabe des Palais an die Bundesrepublik. Das Palais Beauharnais war ja die angestammte Residenz des deutschen oder vormals preußischen Botschafters in Berlin, bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert. 1944 war dieses Gebäude vom französischen Staat beschlagnahmt worden und wurde dann eben an die Bundesrepublik wieder zurückübereignet. Und aus diesem Anlass hat man dann also ein historisches Fürstenberg-Porzellan als offizielles Staatsgeschenk verwendet. Also welch größere Auszeichnung konnte die Manufaktur noch erhalten? Und das zeigt einfach, welche Bedeutung die Manufaktur in der damaligen Zeit auch politisch oder gesellschaftlich eben besessen hat. Man hätte ja auch ein Berliner Service nehmen können oder ein Nymphenburger Service. Ein Meißner natürlich nicht, das ist klar, nicht 1968, aber nein, man nahm Fürstenberg. Und das zeigt uns eben, dass diese Manufaktur nicht einfach nur ein Geschirrproduzent ist und als solcher begriffen wurde, sondern als ein Kulturträger und als ein Kulturgut betrachtet wurde und eigentlich auch immer noch betrachtet wird und weiterhin werden muss. So, hier noch eine schöne Detailaufnahme. Das Service steht bei uns im Schaumagazin, also nutzen Sie beim nächsten Besuch mal die Gelegenheit, schauen Sie es an, es ist wirklich ganz toll. Ja, aber neben so viel Hinwendung zur Historie vergaß Fürstenberg auch nicht oder nie am Puls der Zeit zu bleiben mit Neuentwürfen, denn man fand auch sein Selbstverständnis darin, als historische alte Manufaktur immer wieder etwas Neues zu schaffen. Im besten Fall etwas, was auch in die Zukunft baut. Das gilt für die Designs von Ernst August Sundermann, mit dem man seit 1961 hier zusammenarbeitete. Und am bekanntesten ist sicherlich hier seine Form F und ganz besonders eben mit dieser kreisch-orangefarbenen Glasur, die geradezu so synonym für die 70er Jahre und die Pop-Ära stehen mag. Technisch allerdings eine absolute, eine hohe Raffinesse beweist, denn es handelt sich hier nicht um eine aufgespritzte Farbe, dieses Orange, sondern es ist eine ganz spezielle Glasur, die man hier verwendet hat.
Anfang der 70er Jahre war das Publikum ganz scharf auf bunt glasiertes Steinzeug und Steingut aus Skandinavien und England. Die kamen so in tollen Rot, Orange und Gelb und so weiter Tönen. Das sind so alles Farbtöne, die man mit Porzellanglasur nicht umsetzen kann. Porzellan wird ja extrem hoch gebrannt und die meisten Farbkörper halten das nicht aus. Also die verbrennen dann dabei und ergeben keine Farbe. Also hat man hier ein besonderes Verfahren zusammen mit der Firma Carstens in Friedelsloh entwickelt. Eine spezielle Keramglasur hat man zusammengemischt, die auf einen Porzellankörper aufgebracht werden konnte. Und damit war man um eine ordentliche Nasenlänge allen Mitbewerbern in der Porzellanbranche in Deutschland voraus. Denn auch zum Beispiel Rosenthal oder Seltmann-Weiden oder andere bayerische Fabriken wollten auch solche bunten Porzellane anbieten, aber denen ist es nie gelungen, das über den Glasurweg zu machen. Da haben sie immer aufgespritzte Fonds. Einschneidendes passierte aber auch hier mit unserer Gebäudeanlage in den 70er Jahren, denn man stellte nun fest, nach über 200 Jahren des Produzierens hier in diesem historischen Schloss war man irgendwann echt mal an die Grenzen des Erträglichen gestoßen. Dieses Schloss, das hier nie dazu gedacht war, dass hier drin eine Manufaktur produziert, war also immer umständlich für die Abläufe, die internen. Und man entschied sich dann, wir ziehen hier aus, wir verlagern in neue Gebäude, die wir neben die Manufaktur auf die grüne Wiese setzen und alle Produktionsabteilungen raus. Das begann man auch und 1974 waren schon beinahe alle Abteilungen ausgezogen und dann brach plötzlich ein Feuer aus. Ein technischer Defekt in der Siebdruckerei, die hier in diesem Teil des Gebäudes untergebracht war, setzte den Dachstuhl dieses Nordturms in Brand. Beinahe hätte das Feuer noch auf das historische Treppenhaus übergegriffen und dann hätten wir heute nicht mehr so ein schönes Fachwerktreppenhaus, aber zum Glück. Das Feuer war gelöscht und das führte dazu, sich zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Schloss? Das Schloss selber, Sie sehen hier eine Ansicht aus dem späten 19. Jahrhundert oder um 1900. Da sehen Sie ja, von dem Schloss war gar nicht so viel zu sehen. Also ein großer Querbau, der hier so L-förmig den Schlosshof einrahmt, hat das Schloss eigentlich verdeckt. Ja, dieser schöne Renaissance-Giebel lugte ein bisschen über die Traufe und das war's. Also entschied man sich, wir möchten jetzt diesen historischen Gebäudekörper wieder freilegen. Dass die Gebäude des 19. Jahrhunderts auch historisch waren, hat man damals noch nicht so gesehen. Die galten nicht als erhaltenswert. Und man hat sie dann auch wild abgerissen, ohne Bauuntersuchungen, ohne Denkmalpflege zu fragen oder ähnliches. Das hat man also einfach weggehauen, hat freigelegt und im Anschluss dann das Schloss musealisiert. Das Museum war bereits in einigen Räumen hier eingerichtet, aber ab 1977 war dann das gesamte Schloss, wie wir es heute kennen, Museum. Und so ist es ja auch bis auf den heutigen Tag geblieben und bleibt es auch. Damit konnte man also gestärkt in die 80er Jahre gehen. Man hatte also ein tolles Museumsschloss, man hatte eine moderne Produktion. Also konnte man jetzt auch nochmal einen ordentlichen Zacken zulegen bei moderner Porzellangestaltung. Und auch da, Fürstenberg Trendsetter hat eigentlich das erste postmoderne Porzellanservice hervorgebracht. Das ist hier die Form EOS von Heinrich Wenisch, die eben dadurch ausgezeichnet ist, man hat hier einen spielerischen Umgang mit historischen Stilzitaten, diese antikisch wirkenden Säulenstümpfe, Volutenknäufe, das ist alles ganz weit weg von der Rationalität der guten Form, von Bauhausgeometrie und dergleichen. Denn die jungen Designer oder die Design-Avantgarde der Zeit ab 1980 wie Ettore Sozzas, Michael Graves und so fort, die hatten nämlich schlicht die Nase voll von diesem ganzen Vernunftdesign und sagten also in dieser ganzen Geometrie, wo bleibt das Irrationale, das Emotionale, das auch spielerische Element, das der Mensch auch braucht. In der Porzellanindustrie hat es allerdings lange gedauert, bis dieser Funke mal übersprang und Fürstenberg war da tatsächlich als erste Manufaktur dran mit diesem Entwurf.
War jetzt kein Kassenschlager, aber kunsthistorisch damit von großer Bedeutung. Die 90er Jahre, die ich ja relativ ausblende, was die Geschirrgestaltung anbelangt, weil sie ein relativ trübsinniges oder nicht so spannendes Jahrzehnt sind, brachten aber nochmal mit sich, dass man sich nochmal um die Porzellanfigur neu mühte, gerade um die Tiergestaltung in Porzellan mit dieser Serie von der Anja Güthoff, die auch ein sehr schöner Erfolg wurden mit ihren stilisierten Tierplastiken, die auch immer einen sehr humoristischen Zug haben. Zu einer Neublüte nach wirtschaftlichem Totalniedergang, nämlich in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, als die Geschäfte hier wirklich wahnsinnig schlecht gingen und als man hier dann das 250. Jubiläum 1997 feierte, waren eigentlich die Aussichten in die Zukunft denkbar düster. Man hatte zwar es erreichen können, in die Produktionsanlagen der Manufaktur noch mal tiefgreifend zu investieren, aber die Geschäfte liefen wirklich schlecht. Das lag vor allen Dingen daran, dass das Traditionssortiment nicht mehr funktionierte. Also ne, Altfürstenberg mit Schlossgarten und so weiter fand keinen Absatz mehr. Und das Erstaunliche ist, dass sich das auf ein Jahr sogar festnageln lässt, wo dieser Markt zusammenbrach. Das war 1995. Man sieht es in den Archivalien der Manufaktur, die Messeergebnisse in Frankfurt im Frühjahr und im Herbst sind eine 180-Grad-Wende. Im Frühjahr funktioniert es noch, da orderten die Händler Rote Rose und dergleichen und plötzlich im Herbst nicht mehr. Und davon hat sich die Manufaktur nie wieder erholt, was das Traditionssortiment anbelangt. Und eigentlich an dieser großen Base der Porzellanbranche, die übrigens die gesamte Branche betroffen hat, nicht nur Fürstenberg, operiert man bis heute, Wege zu finden, relevant zu bleiben und am Markt bestehen zu können. Fürstenberg hat dafür einen besonderen Weg und den einzig in meinen Augen richtigen Weg eingeschlagen, indem man sich die Frage stellt, was können wir hier mit unseren Möglichkeiten in Fürstenberg eigentlich schaffen, das so einzigartig ist, dass es erstens keinen Mitbewerber nach Möglichkeit macht, das den hohen Aufwand rechtfertigt, weil wir hier nicht in Massen produzieren können, weil wir dafür nicht die Technologie haben, und dass es auch beim Kunden vermittelbar ist und am Produkt erkennbar ist. Und dafür steht eigentlich synonym für diesen Aufbruch in die Zukunft einer modernen Luxusmanufaktur dieser Schalensatz Ki von Kap Sung Wang, dem koreanischen Keramikkünstler. Es sind 5 schlichte, einfache Schalen, die aber viel Raffinesse aufweisen. Sie sind auf den Oberseiten mit einer Celadon-Glasur versehen, also einer zart grün-grauen Glasur, die eine Anmutung von Jade hat. Und die Unterseiten oder Außenseiten der Gefäße sind unglasiert und von Hand poliert, mit Diamantschwämmen abgerieben, sodass sie ein ganz sanftweiches Oberflächenfinish geben. Da merkt man also, hier ist eben manufakturelle Arbeit tatsächlich im Gange und das Ganze kommt in einer Gestalt daher, die auf unsere heutigen ästhetischen Bedürfnisse Rücksicht nimmt und ganz bewusst eben nicht nach hinten schaut oder nach rückwärts schaut und historisiert. Das gilt auch auf eine andere Art und Weise für die Zusammenarbeit mit Sieger Design aus dem Münsterland und der Etablierung dieser Kooperationsmarke Sieger bei Fürstenberg. Die Brüder Sieger als Designer hatten die geniale Idee, und das ist tatsächlich eine geniale Idee, ein Service neu zu denken. Man kennt es ja sonst, klassisch, ein Service besteht aus einer bestimmten Zahl von Teilen für 6, 12 oder wie viele Personen auch immer. Und dann gehört ja klassisch eine Suppenterrine dazu, eine Sauciere, Platten, Schüsseln und so fort. Die Siegers haben aber gesagt, nein, wir geben nicht vor, woraus ein Service besteht, sondern wir bieten eine Kollektion unterschiedlicher Formteile, die alle zueinander passen, aus denen ich aber als Kunde nach meinen Bedürfnissen auswähle und sage, ich möchte tiefe Teller, die rundlich gestaltet sind, oder ich möchte ganz flache Teller dazu haben. Es sind also über 100 verschiedene Formstücke, aus denen der Kunde dann wählen kann und individuell sein Porzellan zusammenfügt. Und deshalb heißt dann die Kollektion auch My China.
Verbunden haben Sie es mit sehr auffälligen und auch aufwendigen Dekoren. Und ich erinnere noch selber, als das 2005 auf dem Markt in die Geschäfte und in die Zeitschriften kam, wurde ich auch wieder auf Fürstenberg aufmerksam und war sehr erstaunt, was diese Manufaktur, die ich auch immer mit Lottino und Co. verbunden habe, plötzlich macht. Gilt eben auch für Formen der letzten Jahre, wie hier die Form Carlo von dem italienischen Designer Carlo Dal Bianco. Eine spielerische Auseinandersetzung durchaus mit klassizistischen Elementen. Aber ansonsten eben auch schlicht gehalten auf der Höhe oder auf der gestalterischen Höhe seiner Zeit. Oder aber auch nochmal von Cap Sung Wang hier Oreol. Dieses Service-Ensemble mit dieser irrwitzigen Teekanne mit dem freischwingenden Henkel, die also eine ganz neue Griffart oder Halteart der Kanne ermöglicht oder einführt. Technisch ausgesprochen schwierig in der Herstellung, deshalb eben ganz bewusst wieder so ein Zeichen. Hier ist eben manufakturelle Produktion zu Gang. Das ist nicht ein Henkel, den man irgendwo dran batscht, sondern da ist ganz viel Überlegungsarbeit eingeflossen, wie es denn möglich ist, so etwas zu produzieren. Und gilt auch eben für so etwas wie Touché, diese Becherserie mit doppelwandigen Trinkgefäßen in besonders feiner Ausführung. Hier sind wieder polierte Oberflächen eingesetzt worden, die eben eine ganz besondere Haptik ergeben. Gleichermaßen die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Spitzengastronomie, die sich in der Serie Blanc von Michaela Dörfel ausprägt, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Sterneköchen wie Tim Raue und Nils Henkel und Sven Elverfeld entwickelt wurden. Das war also auch schon 2010 und wird in einigen dieser Restaurants auch bis heute eingesetzt. Oder aber der ambitionierte Hobbykoch lässt sich eben auf diesen sehr spektakulären Tellern aus. Oder aber eben die Signature Pieces des heutigen Sortiments sind sicherlich die großen Bodenvasen mit Kristallglasuren. Kristallglasur, eine besondere Glasurtechnik, die einem hochaufwendigen Brennprozess unterworfen wird. Und Fürstenberg ist aktuell immer noch die einzige Manufaktur in ganz Europa, die solche Glasuren im Sortiment hat. In Meißen spielt man manchmal auch mit Kristallglasuren herum, aber man hat das nicht regelmäßig im Sortiment, bestellbar im Sortiment. Und solche Vasen findet man zum Beispiel dann im Adlon in Berlin auch mal stehen. Und auch darüber demonstriert eben die Manufaktur ihre Möglichkeiten, die sie eben von anderen unterscheidet. Gilt auch für solche Geschichten wie Möbel aus Porzellan, komplett aus Porzellan gefertigte Beistelltische, die das Designduo Besau-Maguer aus Hamburg 2018 entwickelt hat. Besau-Maguer haben die Elbphilharmonie in Hamburg ausgestattet als Interior Designer und diese Zusammenarbeit mündete dann eben in solchen Produkten. Oder aber eben die Serie Omnia von EOS Design aus Wien. EOS, die sich überlegt haben, wie kann ich denn Geschirr reduzieren? Also bei My China von Sieger Design ist es die Opulenz der unheimlich vielen Formstücke. Und hier bei EOS ist die Frage, was brauche ich wirklich? Wie reduziere ich auf das absolut Notwendige? Und man kam eben auf einen Vierklang, vier Formen, Becher, Schale, kleiner Teller, großer Teller. Damit kann ich alle alltäglichen Speisebedürfnisse abdecken. Gleichzeitig aber in einer Gestaltung, die so hochästhetisch ist, dass ich diesen Geschirrstapel nicht im Schrank verstecken brauche, sondern er wirkt quasi skulptural im Raum. Praktisch, wenn man keine Schränke hat, weil man ja alle drei Wochen umzieht als Wanderagenturmensch oder so. Gleichzeitig auch das ganze Know-how der Manufaktur zu nutzen, nämlich doppelwandige Ausführungen der Hohlgefäße und die Kombination unterschiedlicher Porzellanmassen. Sie sehen hier einmal ein weißes Set und dahinter ein anthrazitfarbenes.
das aber weiße Innen- oder Oberseiten hat. Und hier hat man eben nicht eine Farbe aufgespritzt, sondern das Anthrazitfarbene ist eine dunkel gefärbte Porzellanmasse. Man verbindet also zwei Porzellanmassen und Sie können sich vorstellen, dass welche Perfektion in der Herstellung das erfordert, dass die weiße Masse eben nicht verunreinigt wird, dass die Farben also sauber nebeneinander stehen. Man wagt sich vor mit Leuchtenserien, die man zusammen mit Sebastian Herkner entwickelt hatte, oder aber auch an eine Neuinterpretation dann eines schon bereits klassischen Modells, eben des My China von Sieger Design, die im vorvergangenen Jahr diese Form noch einmal mit einem neuen Relief versehen haben und sie so neu interpretierten. Und auch der Standort selber hat sich gewandelt. In dieser Zeit der Neuaufstellung der Manufaktur. Und ich spreche da mal gerne so von einer neuen Fürstenberger Renaissance. So wie sich die Manufaktur eben als moderne Luxusmanufaktur begreift und neue Wege findet, so musste dann auch hier das Museum als Aushängeschild, als Tor zur Manufaktur als solcher sich auch wandeln. Und deshalb wurde von 2015 bis 2017 das Museum neu konzipiert und komplett neu gestaltet. Zeigt sich besonders natürlich gleich in unserem Treppenhaus. Sie kennen es alle wahrscheinlich noch von früher im Braun-Weiß in der klassischen Fachwerkoptik. Jetzt ist es komplett weiß, monumental und luftig zugleich geworden, mit dem großen Ringleuchter als zeitgenössischem Statement. Zeigt sich auch in unserer gesamten Ausstellungsgestaltung, die auf Vermittlung setzt, auf Raumwirkung, auf Objektwirkung, Wahrnehmungsmöglichkeiten für die Besucher, kein Überfüttern, kein Überfordern durch ein zu viel an Informationen, sondern ein Pointieren will und dabei herausarbeiten, was ist eigentlich Fürstenberg-Porzellan, was ist diese Manufaktur als Kulturgut des Landes Niedersachsens. Und diese neuen Wege zum Porzellan zu finden, neues Interesse zu entfachen für dieses Thema, ist eben auch Gradmesser für unsere ganze Ausstellungspolitik hier im Haus, wie wir das 2018 mit der Porcelain Couture getan haben. Also die Haute Couture eben mit Porzellan zusammenzubringen, um ihre Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Das alles immer auf eine Art und Weise, die nicht wie eine Universitätsvorlesung daherkommt, sondern auf die Bedürfnisse des Publikums Rücksicht nimmt. Gleichzeitig aber auch anspruchsvolle Kunstprojekte zu initiieren und durchzuführen, wie eben 2019 die Zusammenarbeit mit der Uli Böhmelmann für die Installation Blätter oder aber im vorletzten Jahr Kejona Stumpf, die eben auch nochmal Fürstenberg ganz neu interpretierte mit ihrer Ausstellung Im Dialog. Oder im vergangenen Jahr wir mit Sense and Sensibility eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Porzellan, nämlich über die Sinnlichkeit dieses Materials. Und jetzt fragen wir uns dann, was machen wir denn eigentlich dieses Jahr? Ich habe jetzt nur über Vergangenheit erzählt, aber ich habe noch nichts erzählt, was nun tatsächlich in diesem Jubiläumsjahr eigentlich kommt. Ich verrate für die Manufaktur nur, es wird was Neues von der Manufaktur geben. Mehr darf ich dazu nicht sagen, lassen Sie sich überraschen. Verraten darf ich Ihnen aber, was wir hier im Museum machen, nämlich ein Feuerwerk von drei Ausstellungen und es beginnt bald ab April ein Kunstprojekt mit der Künstlerin Songard Marx, die hier für 2 Monate ihr Atelier im Gervereau-Saal aufschlagen wird und eine große Tafelinstallation in dieser Zeit entwickelt. Kommen Sie gerne mehrfach vorbei. Wer übrigens Mitglied ist in unserem Förderverein, hat immer freien Eintritt. Dann können Sie der Künstlerin bei der Arbeit über die Schulter schauen und sie wird auch erläutern, was sie dort eigentlich macht und wie sie 275 Jahre Manufakturgeschichte interpretiert. Dann zeigen wir ab Ende Juni die große Jubiläumsausstellung in Herz und Hand. 275 Jahre Fürstenberg, Schätze aus Privatbesitz. Ausschließlich mit Fürstenberger Porzellan aus privaten Sammlungen. Wir haben über 20 Leihgeber, über 400 Objekte zusammengetragen, die dann hier zu sehen sein werden. Lassen Sie sich also überraschen und ich verspreche schon, da sind einige Sensationen dabei.
Und das andere große Hauptevent im Sommer, der Tag der offenen Manufaktur. Können Sie sich direkt schon ganz dick in den Kalender schreiben. Am 28. August ist endlich wieder mal Tag der offenen Manufaktur nach 7 Jahren Pause. 7 Jahre durfte man nicht mehr in die Produktion als Besucher. Jetzt ist es endlich wieder möglich. Und im Herbst werden wir dann nochmal eine Kabinettausstellung zum Thema Porzellanschmuck hier veranstalten. 5 Künstlerinnen und Künstler sind eingeladen, hier ihre Werke zu zeigen. Ganz unterschiedliche Positionen zwischen alltäglicher Tragbarkeit und freier Objektkunst. Darauf freue ich mich sehr, hoffe, Sie alle bei jeder Ausstellung mindestens einmal wiederzusehen. Habe Sie jetzt, glaube ich, sehr ausführlich durch die Fürstenberg-Geschichte geschleift. Ich könnte noch 3 Stunden weiter erzählen, weil mir einfällt, was ich Ihnen eigentlich noch alles erzählen wollte, was ich jetzt aber alles ausgelassen habe. Aber das ist ja so das Gemeine, 275 Jahre bieten eine Menge Stoff. Deshalb kommen Sie immer gerne wieder. Sie sind hier sehr, sehr herzlich gerne gesehen. Und nun bleibt mir nur noch, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und gerne noch Gelegenheit zu geben, wenn Sie jetzt noch eine Frage haben zu Fürstenberg, die Sie sich nie zu stellen gewagt haben. Jetzt ist der Moment gekommen, wo Sie sie stellen können. Dankeschön. Also nur keine Scheu mit Fragen. Bitte? Ach so, ja, das ist so ein Verkaufsschlager der Gegenwart, wovon die Manufaktur pro Jahr, ich glaube, immer so um die 20.000 Stück verkauft mittlerweile. Das sind nämlich unsere berühmten Champagnerbecher. Auch eben entstanden in der Zusammenarbeit mit Sieger Design, ne, gehören zu dieser Kooperationsmarke. Ja, und Siegers haben diesen Champagnerbecher vor über 15 Jahren, also 2005, erfunden, weil sie dachten, wir brauchen mal so einen Artikel, der Porzellan in eine andere Funktion bringt, der nutzbar ist, nämlich zum Trinken, aber er ist keine Tasse, er ist auch kein üblicher Becher oder ähnliches. Und dann haben sie eben gedacht, naja, wir machen eine Form, die auch gut und sicher steht. Im Nachgang ist dann aufgefallen, dass Yachtbesitzer sich sehr darüber freuen, dass diese Becher mal endlich nicht umfallen, wenn man vor irgendwie Monaco übers Mittelmeer schießt und den Champagner darin serviert. Also First World Problems solved. Ne? Tatsächlich ist der Grundgedanke so einfach eben wie genial. Ich habe hier etwas, was außerhalb eines Servicezusammenhanges funktioniert. Es kann als Geschenkobjekt, als Einzelstück funktionieren. Deshalb gibt es ihn ja auch in verschiedensten Ausführungen. Das lädt zum Sammeln ein, ne? Dass man eine schöne bunte Reihe nach Möglichkeit hat. Und es ist eben absolute Nutzbarkeit auch gegeben. Gleichzeitig hochfein in der Ausführung, weil wir haben hier eine Wandstärke von mal gerade so 2 Millimetern, also sehr, sehr fein eben gearbeitet. Eine echte Vergoldung, 24 Karat, die eben auch so ihre Ansprüche stellt. Und trotzdem ist das Ganze Spülmaschinen geeignet. Weitere Fragen, nur nicht schüchtern sein. Bitteschön. Ja, die steht ganz unten in der Polierstube, in einer dieser Stichwände. Das ist eine sehr freundliche Leihgabe aus der Porzellansammlung in Dresden. Die haben nämlich diese Tabaksdose dort in ihrem Bestand. Die steht da natürlich, weil die zeigen Meißner Porzellane und ostasiatische Porzellane. Die können mit der nicht wirklich viel anfangen. Und die Direktorin war dann eben so nett. Ich fragte sie, weil ich wusste, dass es die Dose dort gibt, ob wir sie hier nicht in Fürstenberg eben dauerhaft zeigen können. Und dann haben sie sie uns ausgeliehen. Und ja, ich freue mich eben sehr, weil sie hier am richtigen Platz ist. Weitere Fragen, wenn Sie möchten. Bitte. Wann haben denn Frauen Porzellan bemalt? Die Mitarbeit von Frauen im Dekorbereich ist zumindest gesichert, so ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Da weiß ich es sicher.
Es sind bestimmt auch vorher Frauen hier schon beschäftigt gewesen. Wahrscheinlich eher nicht in der Malerei. Im 18. Jahrhundert haben Frauen, wenn dann, Blaumalerei gemacht, also die am geringst eingeschätzte und angesehene Form der Malerei. Und auch im 19. Jahrhundert war es so, Frauen wurden eingesetzt oder hat man beschäftigt, weil sie wesentlich schlechter bezahlt wurden als die Männer. Also hochqualifizierte Frauen hat man in dieser Zeit gar keine. Sie wurden nicht ausgebildet, es waren angelernte Kräfte. In Fürstenberg ist man auch so weit gegangen, dass man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts junge Frauen aus Polen als Saisonarbeiterinnen geholt hat. Die sind immer so im Frühjahr aus Polen nach Fürstenberg gekommen, haben dann hier gearbeitet und sind zu Weihnachten wieder nach Hause gefahren und wurden dann im nächsten Jahr eben wiedergeholt, neu eingestellt. Und die sind natürlich, die sind nach Akkord bezahlt worden. Die müssen alle so, weiß ich, 17, 18, 19, 20 Jahre alt gewesen sein, also junge Frauen. Und sie konnten sich immer noch etwas dazu verdienen, wenn sie zurückgingen nach Polen über den Jahreswechsel, wenn sie dann weitere Frauen anwarben. Ne, dann haben sie also sowas wie eine Kopfprämie bekommen. Also auch eine ganz eigentümliche Geschichte, und dass eben solche Arbeitsmigrationen und Wanderarbeitergeschichten gerade auch im Bereich der Frauenarbeit durchaus eine lange Tradition haben oder eine lange Geschichte haben. Und man nannte sie damals Polenmädchen, wenn sie eben hier waren auch hier nicht unbedingt wohlgelitten. Also die angestammten Arbeiter empfanden das natürlich als eine Konkurrenz. Das war Billiglohn, den man dort, die wurden ja im heutigen Sprachgebrauch, wenn man so möchte, etwas ausgebeutet. Sie wurden schlecht bezahlt und haben ja im Akkord geschuftet. Und gleichzeitig waren es natürlich junge Frauen. Und da fühlte sich dann auch, MeToo lässt grüßen, dann sicherlich mancher Manufakturist nicht zur Einhaltung von Grenzen berufen. Also darüber gibt es dann eben Berichte, dass es da irgendwelche fiese Matenten und dergleichen gegeben hätte. Und man auf die Moral achten musste. Aber bei den Damen, wissen Sie, ob es irgendwann mal Motive von Angelika Kaufmann auf Fürstenberg gegeben hat? Wie doch, gibt es. Also gerade, ich überlege gerade, ich meine sogar eben ihr Selbstporträt gibt es auch auf Fürstenberg. Also da lohnt es sich tatsächlich diese Zeit um 1800 durchzuschauen, wo man hier auch noch eine gute Porzellanmalerei pflegte. Es würde mich wundern, wenn wir dort etwas finden, also wenn wir dort nichts von Angelika Kaufmann finden. Also Manfred Wischnewski hat es. Ich meine, stimmt, ja. Du sagst es. Ja. Polychrom, ne? Genau, stimmt. Also hat es gegeben, und ich meine, wir haben ja auch einen Teller mit einer mythologischen Darstellung, die auch nach Kaufmann ist. Unten bei uns im Schaumagazin. Aber da Kaufmann derartig populär war und über die Kupferstiche so weit verbreitet war, wäre es eigentlich ein Wunder, wenn sie in Fürstenberg ausgerechnet das ausgelassen hätten, wenn sie sich sonst ja immer gerne so an Trends gehängt haben. Prima. So, Sie sind jetzt alle fertig mit Fürstenberg. Für heute. Also ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu ermüdet und darf Ihnen nun also eine gute Heimfahrt wünschen und sage einfach nur bis bald hier im Museum.